Also wenn wir uns dem Haus nähern, würde ich schon mal ein bisschen genauer schauen. Gut. Also ihr kommt alle da an beim Haus. Und es ist jetzt wieder diese Straße, die du noch von der Erinnerung hast, wo so doch extrem viel Dung ist. Das seht ihr jetzt auch. Genau, da seht ihr dann jetzt auch da so. Dass da, ja, also das könnt ihr jetzt alle sehen, dass da ein bisschen dieser Pferdehaufen, also die Straße insgesamt einfach nicht gefegt ist, ja. Da liegen jetzt noch so Blätter rum von dem nahen Park. Die anderen Straßen alle toll gepflegt, aber hier, und das endet dann quasi so bei der Kreuzung auf der einen Seite und bei der Kreuzung ein bisschen weiter hinten. Aber hier diese beiden Blöcke, die sind, da ist das die Straße ein bisschen verkommen. Ja, und ihr kommt an und da ist dann jetzt tatsächlich so ein kleiner, da stehen Leute rum, die Kinder da von den Novaranskis, so ein gutes Dutzend. Alle so rum und da wollen rein und da zwei ältere Frauen stehen da vom Haus, so hier an der Häuserecke bei dem Haus so gegenüber, so nach dem Motto, ja, boah, wir sind ja eigentlich an unserem Haus, aber machen schon einen langen Hals, die sind so über 60 oder um den Dreh in dem Alter. Der Mann hier in vom Haus Nummer 5 guckt aus seinem Fenster raus und scheucht die Leute so von seiner Tür weg, so, ah, hier, jetzt versammelt immer, kommt mal weg von meinem Haus hier und so weiter. Ja, und dann halt ein paar Vorbeilaufenden bleiben halt stehen und versuchen halt rauszukriegen, was da so los ist. Und ja, ich denke, da stehen Gardisten. Da stehen tatsächlich zwei Gardisten. Lass mich mal die beiden Gardisten auf die Karte bringen für euch. Die halten tatsächlich die Leute da so fern, ne? Sind das, jetzt wo ich die Bilder sehe, sind das Gardisten, die hier auch was sagen können, oder sind das einfach nur zwei Kerle mit einem Speer oder mit der Hellebarde, die eigentlich keine Ahnung haben, was hier läuft? Die haben weder Speer noch Hellebarde, sondern eher so ein Schlagstock und vielleicht einen Dolch. Ich sag mal, die sehen so aus. Ich gebe euch mal ein kleines Bild. Damit sollte ich auch keine Copyright. Können wir das mal hier? Hallo, Bild. Oh, warte, es macht gerade Probleme. Weiß nicht warum. Gerade entweder verflüchtigt oder es braucht einfach ewig zum Laden. Ah, ich glaube, es braucht ewig zum Laden. Vielleicht hat es sich auch verflüchtigt. Die stellen sich gerade vor mit... Ah, hier... Also der Kleinere, der stellt sich vor mit Stane, und der etwas größere und kräftiger gebaute mit Uriel. Also weil du ja ein Geweihter bist, würden sie sich dann vor der Form halber vorstellen. Ja, Stane Bogoris und Uriel aus grad noch Säppchengurken. Euer Gnaden, wir sind gerade fertig. Sehr gut, sehr gut. Nun, um der Wahrheit gut zu tun, ich bin neu in der Stadt, gestern erst angereist, ich und meine Begleiter. Ich bin also nicht vom hiesigen Tempel. Wir haben
erst kürzlich von dem Mord gehört, erst vor ein paar Minuten, und wollten uns erkundigen, ob die Stadtwache Hilfe bräuchte. Nein, wir sind die zuständigen Wachen hier im Mauergärten. Ja, sind wir. Und wir haben alles unter Kontrolle. Das ist ein ganz eindeutiger Fall. Ja, ganz eindeutig. Klarer Selbstmord. Ja, er hat sich mit dem Kissen selber die Luft zugehalten und hat sich wohl versehentlich an dem Knopf die Kehle aufgerissen und ist dann zusätzlich noch ausgeblutet. Ja. Dürfte ich mit dem leitenden, wie nennt man es bei euch, Gardisten Oberst, dem leitenden Gardisten sprechen? Oh, Weibel. Betreut? Ja, Weibel. Ja, der Weibel ist noch in der Garnison, ist schon wieder zurück zur Garnison mit seinen Sachen. Aber glaub mir, der weiß auch nicht mehr. Nein. Ja. Ich guck mich so ein wenig um, wie viele Leute herumstehen. Wie viele Leute stehen da rum, also in Hörweite? Die Kinder, so zwei Dutzend. Oh. Und die hören wahrscheinlich gerade gerne zu, so ein bisschen. Oder sind die einfach nur da und gucken, versuchen ins Haus zu gucken, oder versuchen die eher so ein bisschen zu hören, was denn seine Hochwürden und die Gardisten da so reden? Was? Ob die Leute, ja, die... Werden wir belauscht quasi, also offensichtlich. Nein, belauscht. Also ihr sprecht jetzt nicht gerade, die sprechen nicht gerade leise, aber die Leute sind eher damit versuchen, was rauszukriegen, was denn da jetzt vorgefallen ist, als dass sie jetzt eurem Gespräch da großartig... Dann trete ich einen Schritt näher auf die beiden Gardisten zu. Ihr denkt also, dass ein Mann sich mit einem Kissen selbst erdrosseln wollte, ersticken wollte und sich dann an einem Knopf die Kehle aufgeschnitten hat. Das scheint mir doch ein wenig kompliziert für einen Selbstmord, nicht wahr? Nimmt man da nicht Gift? Oder er hängt... Gift? Seid ihr so ein Meuchler aus dem Süden? Wenn ich will euch nicht zu nahe treten, es ist nicht möglich, sich an einem Knopf selbst die Kehle aufzureißen. Ach, wer soll denn hier? Mauergärten ist so sicher. Wer soll denn? Ja, sicher. Immer sicher. Hier passiert gar nichts. Wer soll... Nein, ein Mord. Ach, und der Schreibkram bei einem Mord. Ach. Gute Herren, ich sehe, Festum ist eine unglaublich große Stadt. Ich selbst komme aus Gareth und Festum ist nun eine Pracht an Stadt. Wir kommen beide aus Großstädten. Nun, in Gareth geschehen auch Morde. Daher habe ich ein wenig Erfahrung, wie Städter sich verhalten. Und wenn jemand sich umbringen möchte, dann gibt es dafür bessere Möglichkeiten als ein Kopfkissen. Wenn ich allerdings jemand wäre, der nun den Göttern fremd wäre und einen Mord planen würde, dann würde ich bestimmt jemanden finden, der es schafft, auch in einer sicheren Gegend diesen Mord zu verüben. Ich denke also, dass vielleicht noch ein paar Spuren zu finden sind, die das Kopfkissen ausschließen könnten. Ja, aber wie soll er das sonst gemacht haben? Da war ja keine Waffe zu finden. Da bräuchte man doch irgendwas, um sich da bräuchte man ja einen Dolch oder so, aber da war nichts zu finden. Nee, genau. Überhaupt keine Waffe, gar nichts. Dürften wir uns das Haus einmal ansehen, den Tatort? Ist dies gestattet?
Nein, nein, ich kann hier niemanden reinlassen, der nicht zur Familie gehört. Da müsstet ihr euch an den Weibel, an den Weibelmarzen wenden. In der Garnison. Selbstverständlich. Ihr verrichtet sehr gute Arbeit. Macht dies genauso weiter. Gut. Ich ziehe eine Augenbraue hoch und gucke Ukurian an. Und gegen einen kleinen Gefallen könnt ihr uns auch nicht reinlassen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was für ein Gefallen, nein. Was immer ihr wünscht. Nein, sowas machen wir hier nicht. Das mag vielleicht da in eurem Gareth passieren, so, aber nicht hier. Wie bitte? Gute Herren, ich verstehe euren Stolz auf eure wunderschöne Stadt. Doch über Gareth herzuziehen, in dem ihr vielleicht doch gar nie wart, ist nun etwas überspitzt, findet ihr nicht auch? So. So war das gar nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, bei uns Gefallen gegen Gefallen bei der Stadtwache. Nein, so machen wir das nicht. Nein, so nicht bei uns. Das ist auch gut zu wissen. Vielen Dank. If, könntest du kurz mit mir beiseite kommen? Natürlich. Ich stehe die beiden da jetzt so noch. Oder gehen zu den Bäumen hier. Ja. Also die welche beiden? Dick und doof. Die stehen da und halten die Leute aus dem Haus aus. Die stehen einfach vor der Tür und halten die Leute vom Haus fern. Ja. Bevor die beiden wiederkommen, möchte ich nochmal kurz mit denen sprechen. Ne, die stehen ja die ganze Zeit. Also weiß, kannst du gerne. Ich weiß, hingehen. Aber dann können If und Ukurian jetzt erst ihren Teil abhandeln. Ach so, bevor wir wiederkommen. Ja, bevor ihr beiden zurückkommt, würde ich gerne nochmal mit den beiden sprechen. Okay. Willst du dann zuerst mit denen sprechen? Dann musst du nicht warten, bis ihr mir egal. Okay. Dann mach du zuerst. Dann mach du mal. Okay. Meine Herren, ihr seid ja wirklich sehr tüchtig bei eurer Arbeit, möchte ich meinen. Lasst niemanden ein, dem es nicht gestattet ist, das. Sicher total sinnvoll. Natürlich, Herr. Und, ja, das finde ich gut. Ich wollte immer zur Stadtwache gehören, schon als kleines Kind. Das war immer mein Traum. Und ist es euch schwer gefallen, bei der Stadtwache aufgenommen zu werden? Ach, so schwer war das nicht. Erst im vierten, ich habe schon im vierten Anlauf den Test bestanden. Ah, und ich gucke den anderen an und ihr? Ich stehe übrigens hinter Tronde und guck so ein bisschen über die Schulter. Ich habe 6 an 9 gebraucht. 6, insgesamt nur 10. Ja, meine Güte. Es waren ja auch 5 Fragen, die gestellt wurden. Das war ja ganz schön schwer. Sehr beeindruckend. Euer Hauptmann, euer Herr Marzen, oder wie heißt der? Marzen, ja. Marzen. Weibel Marzen. Marzen. Der war jetzt schon hier, habe ich verstanden, und der hat nichts gefunden, ist das richtig? Oh, das sagt er uns nie so. Das sagt er euch nicht so. Nee. Und er hat euch angewiesen, niemanden in das Haus zu lassen, ist das richtig? Genau. Ja. Olfrid heißt er mit Vornamen. Olfrid Marzen. Olfrid. Nun, was denkt ihr? Ich zeige so mit dem Kopf zu Ukurion. Ein Praios-Geweihter, der für das Recht und für die Ordnung steht, haltet ihr es für unangebracht, die Stadtwache zu unterstützen, zu lassen? Ihr geht doch selbst sicherlich ab und zu in einen Gottesdienst und wisst, was die Aufgabe der Geweihten ist. Ja. Und ist es euch sicherlich schon mal untergekommen, dass ein Praios-Geweihter die Stadtwache oder andere, wie soll ich sagen, Institutionen eurer Stadt unterstützt hat, oder? Nicht so häufig.
Nun, es scheint ja wirklich ein verzwickter Fall zu sein und ich glaube, ihr könntet ein bisschen Unterstützung noch gebrauchen. Haltet ihr es nicht für sinnvoll, den guten Mann euch unterstützen zu lassen? Ja, das könnte schon sein. Es könnte schon sein, ja. Wie ihr schon sagt. Wenn er gleich zurückkommt, ihr solltet wirklich noch einmal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, dass er die ehrenvolle Stadtwache mit seinem Wissen unterstützt. Also da könntest du jetzt tatsächlich mal eine, ich würde mal sagen, Rechtskunde-Probe machen. Ich will nicht Punkte. Ja, ich versuche das mal. Oder fast auch. Ja. Geschichtswissen. Würde auch vielleicht passen. Was würde auch vielleicht passen? Geschichtswissen. Mhm. Ja, ist schon besser. Ja. Hätte Trondheim aber Prajowald besser aufgepasst. Ja, hat er aber so ein bisschen. Also Geschichtswissen war jetzt gar nicht so schlecht. Ah, warte mal. Das ist mit selbst mit meiner Klugheit von 11 kein Problem. Ich habe noch 3 Punkte übrig. Haha. Gut, also du hast so das Gefühl, dass das tatsächlich, also so von dem, was du dir so denkst, so wie du verstehst, dass das Stadtwache und so weiter funktioniert, hat das wahrscheinlich wirklich nichts damit zu tun, dass sie das vielleicht gar nicht sinnvoll fänden oder sonst was, aber dass das tatsächlich nicht deren Entscheidung Gewalt ist. Ich will die ja auch hauptsächlich davon überzeugen, sodass sie so ins Nachdenken kommen, so ein sehr extrem glaubwürdiger Preiosgeweihter, dass das vielleicht gar nicht so doof wäre, wenn er die ein bisschen unterstützt. Und ich wollte ihnen so einen Denkanstoß geben, dass wenn die beiden gleich wiederkommen, die vielleicht da mal drüber nachgedacht haben. Zumindest der eine. Dass das vielleicht nicht schlecht ist. Ja. Das schlagt am besten mal dem Weibel Marzen vor. Der hat das. Der kann einen guten Rat gebrauchen, ja. Kommt er denn hierhin? Nein, der ist in der Garnison und macht schon mal den. Und muss noch jemanden finden und der sich darum kümmert und der macht schon mal den. Und wer guckt sich hier die Spuren an? Ja, das weiß ich nicht. Er hat sich ja hier umgeschaut. Ja, genau, er hat ja heute Morgen schon hier umgewühlt und. Nein, da kannst du ihn nicht rein, Junge. Und also schiebt gerade wieder so ein Kind von der Seite. Ja, aber ich will es jetzt hier wirklich. Nein, also. Der immer alles nachplappert, ne? Den nicht, den möchte ich nicht ansprechen. Aber den anderen, den würde ich so antippen und sagen, holt doch mal euren Weibele, bitte. Und bietet ihm die Hilfe von uns an. Wenn er schon auf der Suche ist nach jemandem, der ihn unterstützen kann. Ach nee, wenn ich jetzt den Weibel hole, dann artet das doch wieder so eine Arbeit aus und dann schreit er mich wieder an, dass er mir gesagt hat, ich soll niemanden, soll ihn nicht stören und so. Könnte ich nicht zur Garnison gehen und den holen? Wir wissen ja gar nicht, wo sie ist. Ich darf ja gar nicht meinen Posten verlassen. Ja, ihr seid ja zu zweit, es wird ja einer bleiben und ich zeige auf den. Garnison, ach, da müsst ihr einfach nur hier die Straße runter und da, also ihr müsstet, also ist. Ja, also du siehst, ich glaube nicht, dass du ihn dazu bewegt bekommst, dass er da. Okay, ja, dann würde ich das auch nicht weiter forcieren. Okay. Dann würde ich das Gespräch auch nicht weiter suchen. Okay, gut, dann kommen wir zu Okurion und If, richtig? Oder auch Flavia? Oder nur If? Nee, ich stand ja hinter Tronde, neben Tronde.
Ich glaube, Okurin ist alleine mit Iff zur Seite gegangen, ne? Ja. Ja. Dann Okurin, Iff. Flavia, oder möchte, warte, machen wir erst Flavia. Möchtest du denn was machen in der Zeit? Nein, ich stand ja neben. Nein, ich stand neben Tronde und hab ja mit den beiden auch kurz. Ja. Gut. Nö. Ne, dann machen wir das. Dann machen wir Okurin und Iff. Also, ich tue mir ja da jetzt ein wenig schwer mit. Aber ich habe das Gefühl, dass das Rechtssystem in dieser Stadt ein wenig zu bürokratisch sein könnte und denen das Recht verfehlen könnte. Also du möchtest, dass ich hier einsteige, oder? Ja, sagen wir es so. Schließlich gibt es 12 Götter und alle sind Teil des Pantheons und schließlich sind die fexischen Künstler auch irgendwo da mit drin. Aber ich kann dich dazu natürlich nicht direkt anstiften, das wäre gegen Freyos Recht. Allerdings um verdrehtes, kompliziertes Recht zu umgehen, um der Gerechtigkeitswillen, denke ich, ist das ein schmaler Grat, den man an manchen Stellen gehen müsste. Also von mir müsste. Brauchst du dich doch nicht rechtfertigen. Ja, ich mach das auch nicht von dir, sondern von Praios. Ich könnte überlegen, die guten Leute, ich weiß Praios nicht, ja, aber du könntest dich Bild, dort also drin. Praios kein Problem damit. Ja, das ist bestimmt so. Irgendwie. Aber ja, du könntest dich dort drin umsehen. Ich muss erstmal schauen, ob ich da irgendwo reinkomme. Ja. Vielleicht könnte ich die guten ja in ein Gespräch vertiefen und zufällig irgendwann einmal in eine Richtung gucken, die nicht der Eingang ist. Und so bin ich auch dann nicht versucht, in Zwang dich aufzuhalten. Naja, lass es uns versuchen. Zur Not halten sie mich davon auf. Wir kommen ja nicht. Ah, ich glaube, das ist überhaupt nicht gut, aber irgendwie ist es so eine doofe Grauzone. Ja, du machst das bestimmt. Lass mich gerne. Also Grauzonen sind heutzutage doof, okay? Ja. Gut. Also, Iff, was möchtest du denn dann versuchen? Also wahrscheinlich wirklich ganz automatisch meine Ignoranz. Zumindest auf einen von den beiden. Auf den Gesprächsführer. Okay. Was musst du ihn dafür berühren oder sowas? Ich brauche nur SK. Okay, du brauchst nur SK, die haben wir. Okay, das ist jetzt für den durchschnittlichen Gardisten, da die Klugheit hier bei den beiden ein bisschen... SK wird berechnet, Klugheit, Intuition, Charisma, Atta? Muss ich selber nachgucken. Grundwert plus Mut plus Klugheit plus Intuition durch 6, aber im Schnitt ist das beim... Also es ist fast immer 1 und die beiden wirken jetzt weder klug noch... Als wir hätten sie ein gutes Bauchgefühl, also irgendwo 0 oder 1. Ja, was aber eins haben die meisten mal? Durchschnittlich Mut, Klugheit, Intuition zusammen. Okay, das Ganze ja. Durch 6 und dann minus 5. Ja, also tatsächlich sind wir dann bei 0. Also. Oh, sehr gut. Ja. Ich habe Kurs 2 übrig, also bin ich 2 Minuten für den einen. Währenddessen würde ich die beiden in ein Rechtsgespräch vertiefen wollen, um sie dazu
also um die darüber nachdenken zu lassen, ob sie denn nicht eine Ausnahme machen könnten. Ich weiß zwar mit dem Ziel, dass das nicht ausgeht, aber um sie in ein Gespräch zu vertiefen. Oder okay. Ist das überreden? Also Rechtskunde überreden, ich meine, es ist ja vorzüglich mit Fachwörtern um sich werfen und labern. Das, ich denke, das kannst du tatsächlich machen, wie du das möchtest. Okay, dann mache ich auf Rechtskunde und versuche irgendwie das Recht mit einzubetten. Ist erschwert? Nö, jetzt? Wohl, doch, klar, du hast ja keine Spezialisierung auf bornisches Recht, ja? Ja. Kriegen wir das mit? Das. Minus 3. Festtumer Stadtrecht. Kriegen wir das mit, was Okurion und Yves da planen oder vorhaben? Also ihr kommt mit, dass ich mit den Leuten anfange zu reden und zu diskutieren. Mhm. Ich habe... das ist bekehren, überzeugen. Also ich habe auch die Spezialisierung auf Einzelgespräch, aber das ist jetzt Rechtskunde und ich mache nicht bekehren, überzeugen. Kurs 1! Cool. Das finde ich cool. Gut. also du tatsächlich schmeißt sie so mit voll Fachbegriffen voll, dass sie tatsächlich über ihrem, also geht wirklich über ihren Kopf hinweg, das merkst du. Also sie versuchen sich dann noch irgendwie da gegenzustellen. Auf jeden Fall hast du sie vollkommen abgelenkt. Und du merkst, dass sie vorher komplett in der Defensive sind und sie entschuldigen sich öfter und sagt dem Motto, ja, aber das können wir gar nicht entscheiden und so. Ja, Eve, du könntest jetzt tatsächlich, wenn du möchtest, an denen vorbei. Mhm. Weil der, also du, wenn du natürlich, du würdest natürlich so den Weg suchen, dass du da dir den Weg wählst, der am besten vorbeiführt, ne? Ja, klar. Und also an demjenigen vorbei, auf den du das Ignorantia gewirkt hast. So. Ja. Und. Ja. Dann kannst du das auch machen. Der ignoriert dich ja vollkommen. So ein Junge irgendwie meint noch so, ja, warum darf die rein und warum nicht? Und reagiert darauf gar nicht. Der ist jetzt auch vom Okurion und so Folge. Ja, du kommst in das Haus rein und ja, das Haus hat ja, ist recht einfach gebaut. Unten im Erdgeschoss gibt es da also der Eingang ist mittig, gibt es neben dem Eingang sozusagen jeweils ein Zimmer. Dann noch eine weitere Tür, eine Küche und eine Treppe nach oben. Sowohl eine von den Zimmertüren als auch die Küchentür sind offen. Und aus der Küchentür hörst du eine Frau und einen Mann streiten. Aber kann ich genau hören, was sie sagen? Mhm. Das ist deine Schuld. Seitdem du dieses Liebchen hast, vergisst du komplett alles. Natürlich hast du vergessen, die Tür abzuschließen. Ich weiß genau, ich habe die Tür zugemacht. Die Gartentür. Was soll ich denn so spät nachts auch noch draußen? Du bist doch noch mal rausgegangen und hast dich dem Essensresten erledigt. Du warst die Letzte, die draußen war. Nein, das ist alles nur deine Schuld. Du hast vergessen. Und so weiter. Okay, dann schleiche ich mich an den Streitenden vorbei. Wurde gesagt, wo genau die Leiche gefunden wurde? Warte. Du willst dich da vorbeischleichen. Die beiden würden dich auch nicht bemerken. Die sind tatsächlich... Aber in der Küche sitzt tatsächlich noch ein Mann. Okay. Der anscheinend auch gar nicht so richtig mitkriegt, dass die beiden da streiten.
Oh, okay. Einfach so vor so, auf so, vor so einer Tasse gebrannten Gerstenaufguss vielleicht. Haferkaffee. Muckefuck. trinkt und so vor sich hin starrt, auch so ein bisschen schon, man sieht ihm auch an, dass er irgendwie wie in seinen Gedanken verloren ist jetzt hier, aber der schaut direkt auf dich. Sieht dich direkt an. Ich kann auf den auch Ignoranz hier wirken. Dauert das denn nur eine Runde? Warte, ich muss mal gucken, wie lange. Vier Aktionen. Vier Aktionen ist ein bisschen lang. Ne? Also, aber eine Aktion hätte ich gesagt, wir können ja mal schauen, wer schneller ist und dann schaffst du es vielleicht, das zu wirken, bevor er dich wirklich sieht. Aber vier Aktionen. Selbst zwei Aktionen. Aber der sieht mich jetzt schon oder würde mich sehen, wenn ich weiter reintrete? Ja, du versuchst dich also, du siehst ihn erst nicht. Ja, ah, aus dem Winkel, ja, wie du bist, und dann, wo du dich durch den Tür Dings verschleißt, siehst du ihn dann, wie er dann direkt zwischen den beiden Streitenden, die stehen so, die, also das sind im Übrigen eine ältere Frau, auch so um die 60, und ein Mann, der ist so um die 25, Mitte 20, und die stehen so, und er sitzt dann da am Tisch hinter denen, von dir aus gesehen, und trinkt, und konntest den erst nicht sehen, weil da die Frau im Weg, ja, war, aber dann jetzt, und der guckt dich in aller Seelenruhe so an. Dann warte ich mal darauf, was er tut. Oder ich schlüpfe wieder zurück zur Tür. So. Also, um mal zur Treppe zu kommen, müsstest du an ihm, dann müsstest du da vorbei. Ja, aber ich gehe ja davon aus, dass er mich gesehen. Ja, er hat dich wohl gesehen. Also du gehst einfach wieder raus. Ich warte kurz, ob er irgendwelche Reaktionen zeigt. Also du bist ja zurückgeschlüpft, du siehst ja nichts. Du siehst ihn nicht mehr. Ja, aber wenn er jetzt zum Beispiel die anderen beiden auf mich aufmerksam machen wollen würde, also, dann würde er das auch. Da hörst du nichts. Und die anderen beiden streiten auch noch. Mhm. Okay, dann gehe ich doch rüber zur Treppe. Okay. Also, du huscht schnell vorbei und der guckt dann nochmal so. Und trinkt weiter an seinem Kaffee. Okay. Und wurde gesagt, wo die Leiche genau ist, oder muss ich suchen? Das müsstest du suchen. Du würdest halt aber vermuten, dass die Schlafzimmer wahrscheinlich oben sind. Dann gehe ich die Treppe hoch, leise und vorsichtig. Okay. Ja, oben die Türen, die sind zwar geschlossen, aber nicht verschlossen. Du guckst so durch. Das erste Zimmer, wo du hinkommst, das ist ein Zimmer, da scheint ein Paar zu wohnen. Und da ist auch ein Bild. Und da siehst du die Frau, die geschritten hat, und den älteren Mann, der da am Tisch saß, auf dem Bild zusammen. Also scheint deren Schlafzimmer zu sein. Und das nächste, was du ankommst, ist sehr unordentlich, da ist ein schwerer Vorhang vor dem Fenster, also wird eher dunkel gehalten, Kleidung so auf dem Boden, und würdest du jetzt vermuten, ist vielleicht eher jemand Jüngeres? Und dann gehst du in das letzte Schlafzimmer, also da oben ist auch noch, da ist auch noch so eine... Warte, so eine, was ich noch fragen muss, sind denn in den Zimmern irgendwelche Sachen, die mir besonders ins Auge stechen? Oh ja. Also, die sind nicht ganz arm. Also, da liegt sicherlich vielleicht, also eine Brosche würdest du wahrscheinlich sehen, die da auf dem, sagen wir mal, auf dem Tisch, auf dem Nachttisch liegt von dem älteren Ehepaar.
In dem Zimmer von dem Jüngeren siehst du ein kostbares Musikinstrument. Und zwar so eine Fiedel, so eine Geige, so eine Art Geige. Ja, okay, die ist auf jeden Fall zu. Ja, würdest du da sehen als Dings? Ich glaube, die gab es damals schon. Wenn ich meine Willenskraftprobe bestehe, muss ich dann trotzdem was klauen. Weil ich ja Kleptomanin bin. Oh, dann mach mal. Dann, wenn du die bestehst, dann musst du nicht, aber. Also die Brosche, also da würde ich mal sagen, die ist sieht sehr wertvoll aus. Also da ist mal deine Kleptomanie-Probe um einen Punkt erschwert. Weil eigentlich ist ja dumm, aus dem Haus, wo jemand gestorben ist, was zu klauen. Und das weiß ich ja. Deswegen darfst du eine Probe machen. Minus? Minus eins. Deswegen ist sie auch nicht ganz so schlimm, weil du weißt, dass das dich in verdammte Schwierigkeiten bringen könnte. Mit Kurs 1 bestanden. Na gut. Dann schaffst du es, dich im Zaum zu halten. Ja, wie gesagt, die Dings ist tatsächlich zu groß. Er hat allerdings auch noch ein sehr kostbares Schreibset. Das soll ich da auch mal hören. Ja. Okay, die habe ich auf jeden Fall geschafft. Gut. Okay. Das ist einer von diesen moderneren Schreibfedern aus dem Horasreich, die ein Tintenreservoir haben. Ja, aber das lässt du auch liegen. Und dann kommst du in das Zimmer, was wohl das Zimmer von dem Albin sein muss. Und zu deinem großen Entsetzen stellst du fest, dass da geschrubbt wurde. Die Matratze vom Bett wurde wohl entfernt. Die Bettwäsche siehst du auch nicht mehr. Wohl, um das Ganze sauber zu machen. Zu vertuschen. Dann versuche ich mal trotzdem irgendwelche Hinweise zu finden noch. Dann biete mir mal ein Talent an. Sinnesschärfe. Ja, dann machen wir mal Sinnesschärfe aus um 3 Punkte erschwert. Sonst kann ich auch noch Fährtensuche anbieten. Oder beides. Mach mal erstmal Sinnesschärfe. Mit QS 3 bestanden. Trotz Schwernis? Ja. Um 3 erschwert. Ja, trotzdem. Gut. Ich habe 12 und habe 9, 7 gewürfelt. Du findest in einer Ritze vom Boden tatsächlich einen Knopf. Den nehme ich an. Grüße den Knopf an und das ist definitiv irgendwie ein besonderer Knopf. Der hat eher so ein Wappen da drauf. Ich will nicht. Also so ein Symbol. Ja, ansonsten findest du nichts. Da wurde tatsächlich gründlich gesäubert und so weiter. Und kann ich irgendwie an den Fenstern Einspruchspuren sehen oder? Wobei die meinten ja, es könnte sein, dass er durch die Tür gekommen ist, durch die Garten. Du guckst aus dem Fenster dieses Fenster führt nach hinten, also zum Gartenhaus. Und da siehst du einen Mann, scheint wohl. Du würdest jetzt mal vermuten, der Gärtner, also der ist auch also so gekleidet, hat dann da so eine Schubkarre und Werkzeuge und so, wie der da gerade so ein großes Feuer, also so ein Feuer zu gehen hat und da gerade so die Matratze draufschmeißt und die Bettwäsche, weil die sind komplett rot. Also aber die Leiche ist nicht im Ding, oder? Nein, die Leiche ist da nicht. Okay. Ey, wer weiß, ob man die auch verbrennt. Nein, die Leiche ist da nicht. Dann würde ich jetzt tatsächlich runtereilen. Aber leise. Ja, du willst gerade runtereilen, da siehst du den Mann,
der mit dir gesprochen hat, die Treppe hochkommen. Ja, scheint dich aber noch nicht bemerkt zu haben. Er guckt. Es ist immer noch so ein Gedanke. Zimmer des Sohns. Okay. Ja, der Mann. Du hörst ihn, wie er wohl erst in das Zimmer geht. Also, und dann mehr so im Selbstgespräch. Ah, ich dachte, die Tür wird zu. Den hätten wir zugelassen. Hm. Und dann geht er wohl. Dann hörst du ihn aber wieder in das andere Schlafzimmer geht. Dann versuche ich mich mal vorbeizuschleichen. Ja, da kannst du dich vorbeischleichen. Kannst du gerne mal eine Verbergenprobe machen. Wenn nicht erschwert, hätte ich mit Kurs 3 bestanden. Nö, nee, die ist nicht erschwert. Ja, du schleichst dich an dem Schlafzimmer vorbei. Die Tür hat er wohl auch wieder zugemacht. Oder zumindest angelehnt. Du merkst jetzt aber, das Streitgespräch unten hat wohl geendet. Shit. Du hast sie nicht mehr streiten. Das Zimmer vom Sohn, in welche Richtung ging das Fenster? Oder gab es da ein Fenster? Ja. Und zwar, das ist so gebaut, das ist quasi neben dem Schlafzimmer. Also das Schlafzimmer vom Vater, also vom Albin, das Vater, ist tatsächlich dieser Erker, den man da auf dem Bild erkennt, ja. Und das ist wohl daneben. Das ist ein hat eigentlich ein Fenster nach vorne und nach hinten sogar. Also das ist so seitlich und dann das andere Zimmer geht nach vorne. Also kann man da seitlich sich rausschleichen? Ja. Also, nach hinten in den Garten oder nach vorne. Ja, du könntest in den Garten oder in die Straße. Du könntest beide. Ja, auf die Straße will ich ja nicht, da stehen ja Leute. Okay. Und im Garten ist ja der Ding, der Gärtner. Oder ist das so seitlich am Haus, dass der Gärtner mich... Ja, der Gärtner scheint ja im Moment beschäftigt. Das müsstest du schon... Ich kann Ignoranz hier auf den Gärtner... Kannst du natürlich tun. Und kommt man dann da hinten irgendwie raus? Also was für eine Reichweite hat er? Was für eine Reichweite hat er? 16 Meter. Ja, das reicht allemal. 16 Schritt reicht. Okay, dann versuche ich nochmal in Ignoranz. Und kommt man dann über eine Mauer hinten raus oder nicht? Da gibt es eine Mauer, ja. Und da könntest du auch auf die Mauer, da könntest du drüber klettern, drum balancieren, wie auch immer. Dann brauche ich wieder die SK von dem. Ah, die ist jetzt 1. Dann habe ich QS 2 übrig. Das wären dann 2 Minuten. Ja, das sollte reichen. Also, if würde erfolgreich. Warte kurz, was du noch fragen will. Liegt da noch irgendein blutiger Gegenstand rum, den man sich mitnehmen kann? Nee, also das, was das blutig ist, ist tatsächlich die Bettwäsche. Ah, okay. Das ist kein Gegenstand oder sonst was. Nur die Bettwäsche und die Matratze. Oder Klamotten oder so. Nö. Keine Kleidung. Nur die. Ja, Bettwäsche mitnehmen ist so auffällig. Und die ist ja auch schon im. Okay. Gut. If kommt dann, schleicht sich hinten wieder rum und dann wieder kommt dann um die Ecke herum wieder zur Gruppe zurück. Und du hörst mich noch im Gespräch. Und im Falle, und schließlich ist es so, im Falle eines Dolo bzw. eines Dolus Alternativus, dürfte dann ja auch der Fallsus Prokurator sich in das Examiner einschalten und sollte schließlich auch der Lus Cognis in das Ius Dispodium übergehen und diesen Kraft treten. Schließlich ist ja der Verdacht von einem Animus Autoritus des Sacrifium auf ein Animus Soci. Und wenn ich dann If sehe, was ich dann auch tue. Ja. Lass es mit Ignoranz hier auf dich wirken? Nein. Aber ich vergaß, natürlich. Das fällt ja unter das Ultima Ratio. Ich vergaß, natürlich. Es müssen ja erst alle Optionen ausgeschöpft werden. Ihr habt ja vollkommen recht. Verzeiht mir, ihr habt ja vollkommen recht. Ja, vielen Dank Ihnen. Und lassen die beiden dann auch sehr
von dem Kopf gestoßen und ratlos stehen und geht dann zu If. Mit vielsagenden Blicken. Bevor ihr entscheiden könnt, was ihr da machen möchtet, gehen wir mal einmal zu Everdeen. Der schon den ganzen Morgen im... sehr langsam gegangen. Nein, tatsächlich kommst du zu früher Stunde auf der, am Marktplatz an und gehst zur Residenz der Adelsmarschallin. Da ist aber so früh vielleicht noch gar niemand da, der dich empfangen möchte. Irgendwann kommt dann jemand, also du wirst gebeten zu warten. Also es ist schon jemand da, also es ist natürlich eine Wache da und es ist jemand da, der dich spricht, aber ne, und du sagst hier, bla bla bla, ich habe das für den Landvogt Juho von Elkinen zu Widernstoß Blutfurten. Also sagen, ja, der kommt erst ein bisschen später, bla bla bla. Ja, und der kommt auch tatsächlich erst etwas später, also so gegen, sagen wir mal, 9:30. Ungefähr. Empfängt er dich dann? Und ja, du siehst einen Mann, dessen Bild ich jetzt leider gar nicht vorbereitet habe. Mitte 40. Lange blonde Haare. Einen Schnurrbart, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar so ein Ziegenbart. Bärtchen. Okay. Ja, ich guck mal gerade. Ja, also hier, so einmal so rum. Aber sehr gut gepflegt. Einmal den, ich weiß gar nicht, wie der heutzutage genannt wird. Früher hieß der Mösenbart. Aber sehr, sehr gut gepflegt. Wangen sauber rasiert, frisch rasiert. Duftet wohl. Also definitiv mit Seife und Parfüm wird da gearbeitet. Das Haar ist frisch gekämmt und glänzt. Gut gepflegt, also auch. Du siehst von der Statur her, ist es wahrscheinlich ein Krieger. Ja, wie die meisten Adeligen auch, zumindest eine Kriegerausbildung. Aber trägt jetzt gute Kleidung, wahrscheinlich aus Bausch oder was Wärmerem. Sitzt hinter einem größeren Schreibtisch oder geht um den Schreibtisch herum, um sich zu setzen und zeigt auf den Stuhl, der da gegenüber steht. So ein breiter Lederstuhl, ne, wie man so kennt, mit gut gepolstert und mit Armlehnen und so. Eine kurze Frage noch. Hat mein Vater mich vorbereitet, ob er einen Titel hat, der wichtiger ist als sein Titel als Landesvogt? Nein. Okay, also die Anrede für den Landesvogt, für den Landsvogt, das dürfte ja gleich sein mit dem Reichskanzler des Mittelreichs, ist dann angemessen. Ja, genau. Dann verneige ich mich selbstverständlich mit formvollendeter Höflichkeit. Euer Exzellenz, mein Name ist Everdeen und mein Vater Antag von Gringebaum, Weiden, Halburg, Binsböcke, Schraufenfels, Baron von Pantlarel, entbittet seine Grüße. Antag! Ja, den Namen habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Also den speziellen Antag. Ja, wie geht es denn? Nun, mit Verlaub, mein Vater hat in der Statur nicht nur an Schulterbreite, sondern schon noch ein wenig an Bauchumfang zugelegt, aber er freut sich bester Gesundheit. Ach, das glaube ich. Ach, wenn ich daran zurückdenke, wie wir gemeinsam gedient haben in der Akademie. Ach, die Zeiten, damals noch. Methesia und gegen die Valosanischen Weiden, ja. Ach, das waren noch Zeiten, aber und auch davor. Was für ein guter Mann.
Er sprach auch nur wohl von euch, auch wenn er meinte, dass die eine oder andere Geschichte besser nicht außerhalb unserer Gemächer weitererzählt werden sollte. Ja, da gäbe es vieles zu erzählen. Aber ihr seht, du siehst ihm gar nicht ähnlich. Muss wohl mehr nach der Mutter kommen, oder? Das ist wohl richtig, ich schlage mehr nach meiner Mutter. Wenn ihr meinen ältesten Bruder sehen würdet, dann wärt ihr sicherlich ohne Zweifel über seine Abstammung, aber bei mir hat eben das andere Blut dominant durchgeschlagen. Und was treibt dich nach? Und er duzt dich halt direkt, ne? Also. Sure, legitim. Ob es jetzt auf deinem Alter ist, auf deiner niederen Stellung oder ob es deine Angewohnheit ist, weißt du nicht. Was treibt dich nach Festum? Ich bin in Knappschaft beim Ritter Tronde von Norhus Vesthag, einem Prinzen des Sveltals und Ritter am Hof meines Vaters getreten. Und seine Wege haben ihn nach hier geführt. Und ich habe ihn selbstverständlich begleitet. Und mein Vater empfand es als gute Gelegenheit, euch eine Botschaft zu überbringen zu lassen. Und ich packe den Brief auf und reiche ihn mit einer weiteren höflichen Verbeugung über den Tisch. Mhm. Er nimmt den Brief, dann legt ihn so dahin, beachtet den jetzt noch nicht direkt. Aber den werde ich mir natürlich gerne später zugute führen. Er sieht auch das Siegel von deinem Vater und so. Und Vesthag. Sagt ihr Norhus Vesthag? Das ist richtig. Tronde von Norhus Vesthag. Ich bin über den Begriff neulich gestoßen. Nach unseren Erkenntnissen stammt seine Familie, lange bevor sie sich im Sveltal niedergelassen haben, aus dem Bornland, aus dem Festenland. Vesthag befindet sich wohl in der Gegend von Hinst und Kunsk. Im Festenland, natürlich, ja, ich bin dabei bei Vermessungsberichten drüber gestoßen. Furchtbar langweilige Angelegenheiten, nee, sag ich euch. Aber ich bin dabei dann tatsächlich darauf gestoßen. Ja, ich glaube, es ging da um Nachlass. Das Geschlecht scheint ausgestorben zu sein. Sie hatten sich wohl damals mit Uriel verbündet. Ja, da sind einige wohl ums kurz Leben gekommen. Sagt Efferdin der Name Uriel was? Also mir sagt er was, aber ist das in der Geschichte? Geschichtswissen? Gerne. Oder, ja, kann ich machen. Vielleicht eins erschwert. Ist nicht ganz straightforward, weil er ist ja mehr ein Nebenkriegssatz, aber... Dann habe ich noch exakt einen Punkt und es reicht für QS1. Ja, dann sagt ihr Uriel, das war so ein, war ein Bronjar, ein wichtiger Bronjar also ich Bornland, Uriel ist der, ja, genau, also das wüsstest du, also dass ich er weiß das oberflächliche Wissen, der hat und sich dass er gekämpft hat, dass er wohl einen Bürgerkrieg angezettelt hat im Bornland und wohl wahrscheinlich auch irgendwie mit dadurch Borbrat geholfen hat, zumindest. Also das wüsstest du wohl. Ist bedauerlich zu hören, aber ich darf euch versichern, dass Tronde definitiv eines anderen Schlages ist. An seiner Treue und seiner Ehrenhaftigkeit bestehen keine Zweifel. Ansonsten hätte mein Vater ihn wohl kaum als Ritter für mich auserwählt. Aber wenn er tatsächlich aus dem Hause stammt, da es dort anscheinend derzeit keinen direkten Nachkommen gibt, sollte er da sich vielleicht mal darum bemühen, irgendwann bei mir vorstellig zu werden. Ja, diese Einladung würde ich mit gerne überbringen. Vielleicht auch mit entsprechenden Papieren, vielleicht könnt ihr da ja was finden. Bitte mal, Efferdin, dich mitgenommen. Wir haben ein altes Stammbuch gefunden in den Ruinen des Sitzes seiner Familie. Wir können es euch gerne vorlegen. Ihr könnt sicherlich besser bewerten, welche Bedeutung es hier im Bornland hat und welche Rechtmäßigkeit sich daraus ableiten lässt. Ich werde Ihnen eure Einladung sehr gerne überbringen. Na, scheint ja ein
ein guter Ritter zu sein, so wie ihn beschreibt. Er ist ein Ritter von bester Güte. Bedauerlicherweise musste seine Mutter vor dem letzten Orkensturm fliehen und sein Vater kam bei der ehrenhaften Verteidigung seines Landes um, sodass er in sein Land gebracht wurde. Und ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit den zweltischen Eigenheiten seid, doch in Norhus nahm man unsere Hilfe gerne an, aber er kannte sein Erbrecht umso weniger. Ja, die Sveltländer. Dieses... Wie nennen sie das? Demokratie? Ja, in der Art. Ich gebe zu, dass ich nicht vollkommen durchschaut habe, was sie daran besser heißen als die Praios gegebene Ordnung, aber... Nun ja, ich meine, zumindest wir wählen ja unseren Adelsmarschall auch, aber... Aber ihr lasst sie von jenen wählen, Bauern, die Praios erwählt hat, und nicht von Bauern, Handwerkern. Oh, das sagt bitte nicht so laut. Rondra, Verzeiht. Bitte. Von Rondra erwählt. Alle Brondaren im Bornland führen ihre Linie auf die Theaterritter zurück. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin nicht so vertraut mit den Traditionen des Bornlands und ich werde mir eure Worte zu Herzen nehmen. Die Praios-Kirche, die wird auch nach fast 700 Jahren, seitdem sie die in der Rondra-Herrschaft unterworfen hat, von den Bronjaren immer noch, und er redet wirklich leise, ja? Ich stehe mich so ein bisschen verschwörisch vor. Als Aufwiegler, Unterdrücker angesehen. Natürlich offiziell müssen wir sie hier, haben wir hier den Tempel und sind wir eine Senne. Aber mit den Ponyaren solltet ihr darüber nicht sprechen. Die einfachen Leute in Festum, die sind natürlich, wenn sie nicht Fex und Effort sind, dann erkennen sie natürlich Praios auch als ihren Gott an, aber bei Ponyaren müsst ihr vorsichtig sein. Und niemals als Praios gewählte. Natürlich. Und Akone, ich, wie auch immer. In unserer Begleitung reist auch ein junger Praios-Geweihter aus Gareth, den mein Vater als Seelsorger und Berater für Tronde auserkoren hat. Ich werde auch ihm mitteilen, dass er hier damit rechnen muss, dass er vom Adel vielleicht nicht den Respekt entgegengebracht bekommt, den er im Mittelreich gewohnt ist. Genau. Aber wir sind hier Gäste und wir werden uns nach euren Traditionen richten. Gut. Euer Exzellenz, darf ich noch eine Bitte an euch richten? Gerne, ja. Soll ich euch eine Unterkunft besorgen? Wir wohnen derzeit in der Elchschaufel. Ach, das ist ein ganz ordentliches Gasthaus, aber ist das eurem Stand angemessen? Nun, wir sind wesentlich Schlimmeres gewohnt und ich muss, wenn ich so frei sprechen darf, unsere Reisekasse gesteht es uns nicht zu, eins der beiden höheren Häuser dieser Stadt zu beehren. Und wir müssen darauf achten, dass wir auch genug bei uns tragen, um unsere Reise fortsetzen zu können. Wenn ihr möchtet, kann ich euch vielleicht ich würde jetzt, ihr sprecht von euch, ihr habt ja auch noch Leute dabei. Nein, wenn du möchtest, dann kann ich für dich ein Zimmer hier im Palast herrichten lassen. Euer Angebot ehrt mich und ich möchte auf keinen Fall unhöflich erscheinen, aber als Knappe ist mein Platz an der Seite meines Ritters. Und ich möchte auch nicht euch auferlegen, uns und unsere Begleitung. Da gibt es neben dem besagten Geweihten noch zwei weitere junge Damen, alle zu verpflegen und auszuhalten. Das würde weder Travia noch einer der anderen 12 gutheißen. Wir sind Schlimmeres gewohnt als die Elchschaufel. Wir haben viel Zeit auf den Straßen und im Svelta verbracht. Und lass mich sagen, gerade nach dem Orkensturm ist es dort oft wesentlich weniger hausig als in einem guten, bodenständigen Gasthaus. Absolut. Natürlich.
Das kann ich verstehen, dass ihr bei eurem Ritter sein wollt. Das ehrt, dass du bei deinem Ritter sein willst. Und das ehrt dich, dass du da die Pflicht höher stellst als, als eine komfortablere Unterkunft. Dennoch, wenn du etwas brauchst. Wage es kaum auszusprechen, aber darf ich euch darum bitten, uns, also mir und meinen Begleitern, ein Schreiben auszustellen, das uns dazu befugt, auch innerhalb der Mauern Festums unsere Waffen zu tragen. Ich bin mir sicher, es wird einen Grund für diese Regelung geben, doch als Ritter Weidens sind wir es gewohnt, stets wehrhaft und bereit zu sein, selbst wenn es nicht notwendig sein sollte. Ich misstraue weder eurer Garde noch dem Schutz eurer Stadt, aber es fühlt sich nicht richtig an, nur mit einem Dolch bewaffnet durch die Straßen zu gehen. Ja, er guckt so ein bisschen und hat so ein Nicken, dass du zu verstehen gibst. Er versteht völlig. Das Problem habe ich leider viel zu häufig. Leider untersteht Festum. Auch wenn es die größte Stadt und großen Teil der Einwohner des gesamten Bornlands beherbergt. Leider nicht den Bronjan. Es ist eine freie Stadt. Sie haben ihren gewählten Rat hier. Zumindest alle wahlberechtigten Bürger, also die es sich leisten können, Steuer zu bezahlen, wählen ihre Geordneten in den großen Rat und der wiederum bestimmt den kleinen Rat und den äußerst komplexen System, mit dem ihr umgehen müsst. Für bornländische Bronjan gibt es eine Ausnahmeregelung, die gesetzlich geregelt ist, aber für ausländische Adelig tue ich immer wieder, kommen wir in die gleichen Probleme, dass sie natürlich ungern ihre Waffen ablegen und für das Kalifat zum Beispiel, die ja eine große Niederlassung hier haben, aufgrund unserer regen Beziehungen seit dem Kromkrieg miteinander. Da gibt es auch mittlerweile eine geregelte Ausnahme, aber für immer wieder Durchreisende ist das schwierig. Was ich tun kann, ist ein Empfehlungsschreiben aufsetzen, was ihr dann in der Garnison präsentieren könnt. Und dort kann man euch dann nach Maß des Garnisonsleiters, der kann dann bestimmen, dass ihr das Recht habt oder nicht. Ich kann in meinem Schreiben natürlich schon mal klarstellen, dass wie hoch das Vertrauen ist und so weiter. Also ich würde mit meinem Namen bürgen, also bitte entschuldige mich nicht, enttäusche mich dann da nicht und bringe mich nicht in Schwierigkeiten mit der Wache. Aber dann du und deine Begleiter könnt dann vielleicht eure Waffen wiederbekommen. Es würde mich ehren, wenn ihr solch ein Schreiben aufsetzt und ich danke euch für das Vertrauen, das ihr in mich setzt. Ich werde es nicht enttäuschen. Und solltet ihr bei Angelegenheiten unsere Hilfe benötigen, bei denen möglicherweise einmal nicht die Kräfte innerhalb der Stadt die beste Wahl sind, dann stehe ich euch selbstverständlich zur Verfügung. Ja. Ja gut, dann setzt er sich hin und macht das Schreiben fertig, ja. Wie war nochmal der genaue Name? Und da musste ich ihm nochmal den Namen, ne, das. Ich weiß nicht, was er hat. Effer, den Dreufang von Kringelbaum, Weiden, Hallburg, Binsberg, Geschraufenfels, Baron von Panzlergiel, ist kurz, handlich und leicht zu merken. Das müsste er doch am besten wissen. Naja, von deinem Ritter. Tronde von Norhus Westtag, das ist ja ein lächerlich kurzer Name, also bitte. Und die Begleiter waren. Hat Flavian Nachnamen? Ja, bestimmt, ne? Wildenfalk. Ah, Flavia Wildenfalk, If und Ukurion Gratias. Donator Lumini. Gut. Dann schreibt er das so nieder, packt sein Siegel drunter, packt das in ein Kuvert, packt nochmal den Siegel drauf. Und reicht dir das.
wenn, gibt es einen Tag, der für euch passend wäre, an dem ich in Begleitung von Tronde hier vorstellig, Tronde in Begleitung mit mir, von mir hier vorstellig werden kann? Oder sollen wir uns einfach melden, wenn es die Zeit zulässt und ihr seht, ob ihr Zeit für uns aufbringen könnt? Ja, guckt so, morgen bin ich leider außerhalb der Stadt. Wir können sicherlich auch heute noch vorstellig werden, wenn euch das passt. Nein, wir reisen heute ab, also ich und die Adelsmarschallin. Wir müssen wir müssen eine wichtige Sache erledigen. Wir sind vermutlich erst am heute ist ja der Praios-Tag, ja? Glaube ich. Warte, wo ist mein Kalender? Ich habe meinen Kalender hier. Effort, hallo? Genau, heute war Praios-Tag. Also ihr verpasst gerade den Praios-Gottesdienst, weil ihr mit einem Mord beschäftigt seid. Okurion ist ja auch ein Gottesdienst irgendwo. Am Feuerstag sollten wir wieder zurück sein. Jetzt Feuerstag ist, ich hab's gerade nicht am Schirm. Das wäre dann der 24. Effort. Wärst du doch nur einen Tag früher gekommen. Dann hätte ich noch genug Zeit gehabt. Aber jetzt muss ich Nadjesha heißt du, glaube ich, ne? Ich vergesse den Namen. Wird bestimmt gleich hier reinkommen und schon ganz aufgebraucht, schon in Panik sein, dass wir zu spät kommen. Verzeiht, ich wollte euch nicht aufhalten und scheinbar war Fex der Meinung, dass es so sein soll, dass wir noch einige Tage warten müssen, aber Tronda hat 27 Jahre auf sein Erbe gewartet, er wird auch weiter warten können auf ein Erbe, das er noch nicht einmal kennt. Ich danke euch für eure Zeit und werde mich dann zurückziehen, um euch aufbrechen lassen zu können. Wenn er mich einmal formvollendet und wenn er mich nicht aufhält, würde ich dann auch hoch aufgerichtet den Raum verlassen. Ja. Und mache mich erstmal zurück zum Gasthaus, bevor ich mich auf die Suche nach Passierschein A38 mache. Genau. genau das. Und Passierschein A38. Sehr schön. Ja, und da an der, machst du dich auf den Weg zur Garnison. Nee, ich mache mich auf den Weg zum Gasthaus. Ich sage erstmal Tronte Bescheid, bevor der, also. Ich will danach weiter zur Garnison, aber ich will ihm erst Bescheid geben, nicht, dass er sich wundert, wo ich den ganzen Tag bin. Und denke, ich mache Party oder so. Und ob die anderen an der Gasthaus ankommen oder nicht, das sehen wir nach einer Pause von ungefähr 5 Minuten. Wollen wir fortfahren? Hat die Gruppe denn schon mal entschieden, wo sie jetzt dann hingehen müssen, also die anderen außer Everdeen? In den Garten. Zur Garnison. Erstmal mit Iff unterhalten, was sie herausgefunden hat, und dann zur Garnison. Ja. Erstmal mit Iff unterhalten. Ja, ich muss erst mit Iff unterhalten und dann entscheiden, wo ich hingehe. Weil eigentlich wollte ich ins Hesindedorf. Also leider muss ich euch sagen, dass scheinbar alle Beweise gerade im Garten verbrannt werden. Und das Haus schon geputzt ist. Also das Zimmer. Aber... Was hast du gerade gesagt? Oh. Aber. Kannst du gleich nochmal wiederholen. Wieso warst du im Aber weg? Ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Ich habe... ich hole den Knopf heraus. Warten wir noch auf dein Bild? Ich habe kein Bild. Ein Video. So. Hier ist der Knopf. Der Knopf. Er hat ein Motiv da drauf. Was sehe ich? Pixkunst. Probe bitte.
Kriegskunst? Um zwei erschwert. Wer Heraldik besitzt, da bekommt einen Bonus. Heraldik hab ich auch. Du hast Heraldik. Gut. Ja, ich hab Heraldik. Was war das? Ich hab keine Heraldik. Ja, was hast du gesagt, Thorsten? Wenn du Heraldik hast, dann ist sie nicht um zwei erschwert. Kriegskunst? Mhm. Boah, gut, dass ich so mutig bin. Ich habe nicht um zwei erschwert, dann habe ich. Ja, ich kann eh. Ja, ich kann eh nicht mehr als zwei erreichen. 4 Punkte. Qualitätsstufe 2. Gut. Du würdest dann erkennen, dass es sich bei diesem Knopf wahrscheinlich um den Knopf eines Mitgliedes der. Oder zumindest von jemandem verloren wurde, der mal der entweder aktives Mitglied oder Veteran der Kriegsmarine von Al-Anfa ist. Nein, Quatsch. Was? Escalate me quickly. Nein, von Aranien. Ich guck mir den Knopf also an. Toll. Wo hast du den Knopf her, if der gehört einem Veteran oder einem Mitglied der Kriegsmarine von Aranien, wenn ich mich nicht täusche, wo kommt der her? Der war da in dem Zimmer, in einer Holz... Den haben die wohl nicht gefunden beim Aufräumen. Aranien. Dass du so scharfe Augen hast. Aber mit Aranien nicht schon mal. Was sagst du? Also, die Beweise werden verbrannt. Ja, im Garten hin. Die Matratze und die Bettler. Können wir vielleicht noch was erreichen, wenn wir. Wo kommst du überhaupt her? Über die Mauer hier steigen? Ja, hinten bin ich über die Mauer gestiegen. Sehen wir so Rauch aufsteigen? Ja, ja, jetzt wo ihr dann da so ums Haus rumguckt. Ja, da ist ja so eine den Zwölften haltet ein und ich laufe da zur Mauer und ob da ist das Stein, ist das Blatt, ist das Holz, gibt's da ein Tor? Ich würde auf jeden Fall hinterherlaufen und wenn ich sehe, dass Ukurian dann nicht sofort hochkommt, würde ich ihm anbieten, eine Räuberleiter zu machen. Also von dieser bei mir Seite kann das bestimmt keiner. Ihr seid ja alle auf der Nachbarschaftsdings hier, ne? Also wir müssen erst in eine andere Gasse. Ja, also hier von dieser Seite ist da tatsächlich so eine Hecke, die ist übermannshoch gewachsen, die das da blockiert. Also da könntest, also da, das wäre schwer, da durchzukommen. Ja, also ginge natürlich schon. Ich meine, If ist hier auf der Seite rum, wo die Hecke nicht ganz so hoch ist. Geklettert. Es ginge natürlich schon, aber es würde aber es ist kein Tor in dem Sinne, wo ihr einfach durchgehen könntet. Aber das kein. Es sind eine Mauer und eine Hecke? Oder nur eine Hecke? Da ist ein Stück Mauer und das zwischen den beiden Häusern hier so ist und dann da dahinter die Hecke. Aber die Hecke ist höher als die Mauer hier an der Stelle. Ihr Leute dort hinten, die ihr gerade Dinger verbrennt, stoppt das, löscht das Feuer, ihr verbrennt wichtige Beweise! Stopp das Feuer! Ich würde versuchen, Ukurian, ich mache dir eine Räuberleiter. Kommst du ja darüber? Ich kann doch nicht. Doch, du sollst ja nicht einbrechen, dann sehen sie dich. Gute Idee. Ich zieh mich ein wenig, aber dann steige ich auf die Räuberleiter und lucke dann über der Mauer wahrscheinlich so ein bisschen empor. Ohne Probe? Klettern. Ja, einfach eine normale Kletternprobe, würde ich sagen. Da sehe ich Ukurian. Nee. Ich höre euch, bin nur 10 Sekunden weg. Achso, nee, dann doch nicht. Ja, nee. Also du hief dich so hoch, aber du kriegst einfach, du
du greifst immer so eine Hecke ist ja, ne, hat ja viele kleine, dünne Äste, aber kein, nichts, woran du dich einfach hochziehen kannst und, aber du hörst jetzt so aus dem Hof, was? Ja, genau, ihr, stoppt das Feuer, wisst ihr, was ihr da tut? Ist alles ruiniert, da kann man doch gar nichts mehr säubern. Höre ich, dass er betrunken ist oder spricht er einfach nein, komisch? Nein, ich bin nicht betrunken. Ich hatte nur gerade einen Schluck. Okay, okay. Da kann man nichts mehr säubern. Aber es könnten doch noch Dinge dran sein. Haare. Ja, Haare, aber seid ihr eine Hexe? Nur die brauchen doch Haare für ihre Flüche. Ich komme zu euch und dann gehe ich um das Haus herum. Wo ich denke, dass dann der Garten ist. Also so. Zu einem möglichen Tor. Also ich gehe so um das Haus herum, versuche ein Tor zu finden. Ist da ein Tor? Da ist doch nur da, wo die zwei Dick und Duft stehen, oder nicht? Ja. Stimmt, da ist kein Tor. Sehe ich gerade. Auf der Karte. Kurien, sollen wir vielleicht weit euch versuchen? Oh, ich weiß nicht. Macht das noch... haben die das schon alles ins Feuer geschmissen? Ich weiß nicht, ob wir da noch was retten können. Keine Ahnung, ob alles schon mittlerweile brennt. Selbst wenn, es ist alles mit Ruß und Kohle und ich denke, wir werden und nichts mehr finden. Vor allem, wenn sie auch schon gesäubert haben. Es sei denn, sie haben einen metallenen Gegenstand darin gelassen, dann könnte er noch... Könnten wir ihn in der Asche finden. Richtig. Dann nehmt mich auch. Okay. Okay. Ich tue das. Was ist das? Körperbeherrschung? Haftakt? Klettern? Für mich wieder? Für dich klettern? Ich kann ja vielleicht vorklettern und Okorien hinaufhelfen. Das geht auch. Ich komme mit dir, dann können wir eben beide an einer Hand halten. Okay. Okay, drei Leute, die einen Geweihten über eine Mauer bringen. Ja, die Mauer ist nicht das Problem, es ist mehr die Hacker, die da das Problem ist. Ja, ich kletter trotzdem rauf. Ja, also Kraftakt. Was erwartest du als Hilfe von mir? Kraftakt. Klar. Drücken und stemmen. Ja, ist egal, ich habe Also ich schaffe Qualitätsstufe 1. Qualitätsstufe 2. Ja, ich bin dran daneben. Oh, also ich... Oh nein. Ich bin jetzt oben. Wir sind zu dritt. Ich höre euch, ich muss kurz weg. So. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Also ich bin jetzt erstmal raufgeklettert. Das Publikum, die natürlich leider nicht überhaupt nichts verstehen. Aber trotzdem zuschauen. Haben wir? Coolio. Ja, also das Klettern. Ich hab's Klettern geschafft. Ich auch. Also raufgeschafft habe ich es auch, aber Kurs 1 nur. Okay. Gut, dann ist das geschafft. Dann. Was hast du für eine QS? Ich? Flavia. 1 fürs Klettern. Okay, und Tronde für den Kraftakt? 2. Dann darfst du deine Kletternprobe um insgesamt 5 erleichtert machen. Ui. Hast du Punkte in Klettern? Ja. Wiederhol die Antwort mal mit 5 erleichtert. Ja, Kurs 1. Yay! Wir haben ihn drauf geschafft. Oh, Kurian. Sehr schön. Kannst du hier den Arm und... Zieh mit! Also, als Geweihter hast du ganz schön abgebaut.
Ja, ich konnte das früher besser, ich weiß. Aber ich muss normalerweise keine Mauern erklettern und auch nicht unter Zeitdruck. Wir können ja vielleicht mal die Tage üben, Okorion. Bei uns am... Was? Am Gasthaus ist eine gute Mauer zum Üben. Okay, gut. Ihr da! Und ich spring dann von der Mauer dann runter. Oder von der Hecke, oder... Ja, mehr oder weniger. Genau. Du siehst dann tatsächlich einen Mann, vielleicht so um die 50, aber mit so einer typischen, sagen wir mal, rötlichen Gesichtsfärbung und dieser stumpfen, trockenen Haut von jemandem, der öfter und vielleicht auch viel Alkohol trinkt. Mhm. Guckt jetzt so, kommt ein Preiausgeweihter in seinen Garten geflogen, ja? Euer Gnaden, was denn? Das Feuer da, ausmachen sofort, es konnten noch Beweise drin sein. Habt ihr es durchsucht? Ja, und ohne nachzudenken, fängt der andere so, versucht er das Feuer auszutrampeln, geht dabei selber so in Flammen, also so versenkt seine Kleidung und... Hm. Ich wickel meine Säume auch so ein bisschen hoch. Also ich... Und Zange, Stock, was weiß ich. Und guck auch, ob ich da noch irgendwie was rausholen kann, was nicht schwarz ist. Ich spring runter und guck mich um, ob da irgendwo Sand oder ähnliches ist. Oder Wasser? Wasser? Naja, das sind jede Menge Blumenbeete. Mhm. Und, nein, ihr kriegt das Feuer aus, das ist nicht das Problem. Okay. Ihr nehmt auch nicht unbedingt den Status brennend, im Gegensatz zu ihm. Nein. er hat nicht herbrand, er ist nicht brennend. Aber, du kannst tatsächlich so ein bisschen noch von Bettdecke mit Blut retten. Oh, okay. Also, ist das gut. Ja. Und wenn ich sonst, ich stoche dann irgendwie noch so rum, finde ich irgendwas, was sich gehalten hat. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Nein. Ihr habt doch nur getan, was die Frau Tineke gesagt hat. Sie hat gesagt, das geht nicht mehr raus und so eine Unordnung duldet sie nicht in ihrem Haus. Die Frau wer? Ja, aber nun sage ich euch etwas anderes. Hier könnten doch Dinge noch sein, die einen Täter überführen könnten. Und mit Haaren, guter Mann, kann man auch sehen, ob es ein blondes Haar ist und ob der mögliche Täter blond oder braun oder schwarzhaarig war oder rote Haare hatte. Das hat nichts mit Hexerei und solchen 12 Götterfreveln zu tun. Während ich noch so in der Asche rumstochere. Mit hochgekrempelten Säumen. Ja. Du sagst das alles so und so. Das ist aber... Man hat die Wache aber gar nichts gesagt. Und der Marzen hat nur das Kissen mitgenommen. Und den... Na, immerhin. Ja. Das ist ganz schön... Naja, aber als Preisgeweihter wisst ihr ja wahrscheinlich was mehr von sowas. Als. Und dann jetzt kommt dann auch durch die Hintertür... die Gartentür, kommt auch tatsächlich jetzt die ältere Frau und der jüngere Mann rausgerannt. Und du hörst vorne dann auch, also ihr seid jetzt auch, If und Flavia sind ja auch drin. Ronde, du siehst, du wirst jetzt angefahren von den Wachen. Ich hab gesagt, ihr dürft da nicht rein und bla bla bla, ne? Und naja, aber die Frau und der junge Mann kommen jetzt, was macht denn ein Preisgeweihter in meinem Garten? Verzeiht, Treiber zum Gruße. Und nun, hier wurden gerade mögliche Beweismittel verbrannt. Das musste ich verhindern. Beweismittel?
Was ist denn dazu? Da ist doch, dann ist doch nur eine Dreck, ist doch nur blutige Dings. Die stinken doch, wenn man die nicht, wenn man das Blut kriegt man nie raus und ach, der Gestank, den muss ich nicht in meinem Haus haben. Wir sind ein ordentlicher Haushalt. Ich verstehe eure Beweggründe nur zu gute, doch hier könnten auch Haare oder etwas anderes dran gewesen sein, die gut zur Beweisüberführung tauglich sind. Was? Wenn der Täter rote Haare hatte und wir ein rotes Haar finden, nun, dann können wir wissen, dass jemand mit roten Haaren im Zimmer war. Versteht ihr? Woher wisst ihr denn, dass der Täter eine rote Haare hatten? Rote er könnte Haare? Sonst eine Haarfarbe haben. Ich hab doch gesagt, nicht, Nicole. Nicht mit einer Hexe. Sag das ich Wort nicht. Ich hab doch nicht. Gesagt, Nicole, deiner Schlampe ist nicht zu trauen. Die will doch nur dein Geld. Guck, jetzt hat sie schon deinen Vater umgebracht. Hast du gehört? Der Preisgeweihte hat gesagt, der Täter hat rote Haare. Das war ein Beispiel. Sie hätte sonst. Die wissen nicht, welche Haarfarbe der Täter hat. Darum geht es ja gerade. Deswegen brauchen wir ja Haare, um zu wissen, welche Haarfarbe er haben könnte. Nun, verzeiht doch einmal, dass wir euch in eurer traviergefälligen Ruhe gestört haben. Das ziemt sich nicht, doch dies war ein besonderer Notfall. Aber wir werden natürlich euer. Was sagte die gute Dame? Wer könnte hier wen? Ich guck zu Okurion. Bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Schadet vielleicht nicht. Wer war das mit den roten Haaren hier? Sagtet ihr? Und ich guck die ältere Dame an. Die das gesagt hat. Das war doch die ältere, ne? Ja, das war die ältere Dame. Es ist ja nur eine Dame, das andere ist ja ein Mann. Genau, also, und auch der Kerner ist ja auch ein Mann. Wer hat denn noch einmal rote Haare? Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage, die eigentliche Frage, Nachfrage vergessen. Okay. Seine Dirne. Dashda ist keine Dirne, sie ist eine angesehene Tänzerin und sie kommt aus einem ordentlichen Haus und sie meint es ernst mit mir. Eine Dirne ist eine Dirne, wenn ich sie sehe. Und als sie das sagt, guckt sie so von oben bis unten an. So. Sagt aber nichts. Und dann geht das schon wieder, dann wollen sie wieder, fangen die fast wieder an zu streiten, wenn ihnen ja nicht dazwischen geht, dann hauen sie sich. Nein, ich hör zu. Du hast sie ja in irgendeiner Tanzbar kennengelernt. Da kann doch nichts was raus werden, dein armer Vater. Du hast ihn damit sicherlich ins Grab gebracht. Die will doch nur dein Geld und sonst was und was weiß ich. Und jetzt wahrscheinlich, wo du ihr nichts gegeben hast, hat sie deinen Vater umgebracht, dann man dachte, kommt an dein Geld rum. Ja. Und sie wusste ja auch genau, wo wir sind an dem Abend, dass wir nicht zu Hause sind. Und ja, das ist. Die müsst ihr fragen. Dashda heißt sie. Und sie tanzt im. Die tanzt eigentlich überall. Im Konzil der Künste und manchmal in den kleineren Gaststätten im Hesindeviertel. Oder. Manchmal sogar auch in einigen der Gasthöfe. Und arbeiten tut sie auch manchmal noch. Habe ich gehört. Naja. Wenn sie gerade nicht tanzt, dann arbeitet sie in irgend so einem Gasthof. Ich weiß nicht mehr wo. Und wo tanzt sie? Na, wo immer sie gerade, wo jemand sie gerade tanzen sehen will. Wer will denn schon so ein halbnacktes Weib sehen? Viele Mutter. Männer? Na, nicht Mutter. Tante! Jetzt hör doch mal auf! Erstens habe ich sie ja gar nicht da kennengelernt bei einer Tanzvorführung, sondern wir sind uns auf dem Markt über, ich glaube, ich wusste nicht mal, dass sie eine Tänzerin ist.
Zweitens macht sie, ist das ein toller künstlerischer Beruf und sie führt ihn mit sehr hoher Professionalität aus und drittens liebt sie mich, genauso wie ich sie liebe. Wir warten sogar ein Kind. Oder das so sagt. Sagt ja so im Eifer des Gefechtes, guckt in die Tante, die alte Frau an. Ein Kind von so einer Schlampe? Das kommt mir. Ah. Besser, schick sie besser nach Hause, ein ihr Tobrien oder wo das war. Ich denke, auf diesem Punkt wäre es gut, wenn wir nicht länger Travias Gastfreundlichkeit in Anspruch nehmen und ich nehme den Fetzen nochmal so und guck nochmal in die Schale, ob ich wirklich nichts übersehen habe. Wobei, hatte ihr Vater denn noch irgendwelche Feinde oder so? Und stöhne ein wenig auf. Feinde? Oder hat er sich irgendwo unbeliebt gemacht? Wirklich Feinde hat er nicht. War unbeliebt. Mein Vater, ganz untypisch für unsere Familie. Und das sagt er sehr ironisch. Hatte ein sehr aufbrausendes Temperament. Und naja, wenn er sich ja mit jemandem gestritten hat, dann wurde es auch schnell mal etwas laut. Und ja, und wenn er irgendwas gesehen hat, was er dachte, dass das falsch ist, dann hat er sich da auch gerne eingemischt. Ja, aber aber das war immer sehr kurzfristig. Langfristig war es eben schon immer wieder wichtig, dass er dann auch wieder die Wogen geglättet hat und hat sich entschuldigt. Da war noch so ein Goblin-Junge vor ein paar Wochen. Den hat er beim... hat er irgendwie bemerkt, wie der was stehlen wollte. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt ins Haus gekommen ist, aber der wollte da bei uns was stehlen und da hat er ihn verprügelt, sage ich euch. Vom Feinsten. Aber hinterher, als er den wieder gesehen hat, wo der immer vorbeikam, das war noch, weil das ist auch schon eine Weile her, hat er ihm sogar ein Goldstück gegeben. Ein ganzes Goldstück, um sich da wieder gut zu machen und sich bei ihm entschuldigt. Und ja, also er mag zwar ein Heilsporn gewesen sein, aber richtig Feinde langfristig hatte er nicht. War das der letzte Streit, sag ich mal, den euer Vater mit jemandem gehabt hat, oder? Nein, der konnte doch nirgendwo hingehen, ohne Streit zu haben. Aber ja, das auch in der Gaststätte hat sie sich öfter mal gestritten beim Trinken. Hier mit dem ich vergesse seinen Namen immer. Mit dem Gerski von nebenan hat er sich öfter mal gestritten, weil der hat sich wegen allem mokiert, aber das ist nur ein alter Geizhals und der kann einfach nicht leiden, dann andere besser haben als er. Ah ja, und mit den Overanskis. Die Kinder kommen halt öfter in unseren Garten, die springen über die Mauer. Kennt ihr ja. Kommen öfter über die Mauer und zertrampeln dann die Blumen. Da wird er auch schon mal ein bisschen. Aber. Ja, oder wenn die zu laut sind draußen auf dem Weg spielen mit ihrem Ball, dann wird er auch, ärgert er sich auch schon mal. Also, aber an sich ist er durchaus angesehen. Da könnt ihr euch jeden hier in der Nachbarschaft fragen. Ja, ein ganz ehrbarer Mann war mein Bruder. Seine Frau
und seine drei Töchter aus der ersten Ehe sind alle auf den valusianischen Weiden. Oh, den valusianischen Felder. Valusianischen Weiden. Das ist, freut mich sehr, oder? Dass Sie uns über die Lebensgeschichte Ihres Bruders aufklären wollen. Auen. Aber. Oder? Er auf den valusianischen Feldern das gefallen. Das ist jetzt nicht weiter. Nee, Weiden ist doch richtig, scheinbar. Ja, auf den valusianischen Feldern. Viel wichtiger ist der Name des Goblinjungen und der Name der Tänzerin. Der Name des Goblinjungen. Genau. Ja, der Name des Goblinjungen. Die Tänzerin hieß ja Deshta. Wie hieß der denn? Brutsch? Okay, den wissen wir schon gut. G. Sweeney. Nee, da muss ich ein bisschen länger nachdenken. Kurz out of character. Wie, von wem ist die Dash da jetzt die Geliebte oder was auch immer? Wie heißt der? Von dem Sohn von dem Toten. Ja, das weiß genau, ich. So wie man es spricht. Nicole, N-I-K-O-L. N-I-K-O-L, yes. Perfekt. Genau. Also, der Goblin, so meint er. Also, wie gesagt. Er sagt aber auch direkt, ja. Alle Goblin-Straßenfeger, alle Straßenfeger hier sind ja Goblins und Rattenfänger. Aber ich meine, es war Brutsch. Und ihr habt euren Bruder heute Morgen im Bett aufgefunden? Wenn ich euch das fragen darf, es ist bestimmt schwer für euch darüber zu reden. Dann fängt Tineke so fast an zu weinen, so. Also wir waren gestern im Hesindeviertel. Nicole hat mich eingeladen, zu den, es gab eine Vorführung im Konzil der schönen Künste. Der Dichter ich habe gerade keinen Namen. Also ich habe den Namen, aber es ist gerade blank in meinem Kopf, hat vorgetragen, sein neuestes Werk vorgetragen, und es gab danach eine Diskussion. Es war wunderschön, und wir sind aber erst zur Mitte der zweiten Raya-Stunde nach Hause gekommen. Es war also etwas, es hat etwas später gedauert. Ja, mein Mann, der Fredian, der ist taub, der hört nachts nichts. Und Selcher hier, sieht heute so rüber zu dem Gärtner, der da so ein bisschen abseits steht. Ja, der trinkt abends seinen Meskines und auch genügend davon. Wer ist jetzt noch einmal dieser wie hieß er noch einmal? Welcher? Nun, derjenige, den ihr zuletzt genannt hattet. Selcher? Der. Selcher, ja. Der Gärtner. Ja, er wohnt bei euch im Haus? Ja, der wohnt unten, ja, im Erdgeschoss. Der hat ein Haus hier, ja. Ja, also der hat ein Zimmer hier. Und der legt sich dann, aber spätestens zur zweiten Hesindestunde ist der schon eingeschlafen mit genügend Meskines im Kopf. Schläft denn sonst noch hier im Haus?
Na, ich und mein Mann, Nicole und Albin. Das heißt, es war niemand da, der etwas hätte bemerken können. Nein, also wahrscheinlich nicht. Wir haben es deswegen auch erst heute Morgen bemerkt. Wahrscheinlich war er die ganze Nacht tot und ich bin einfach... Hätte ich doch nur mal reingeschaut in sein Zimmer, vielleicht hätte man ja noch was tun können. Aber wie hättet ihr das wissen sollen? Euch drückt keine Schuld. Nein, das stimmt, das war Nicole. Er hat die Hintertür offen gelassen. Ich sage dir, ich habe die Tür nicht... Wir sind auch nicht hier, um andere voreilig zu beschuldigen. Noch eine weitere Aber Frage. Eine wichtige Information. Ist der Leichnam denn noch irgendwo? Der Boronpriester hat den abgeholt. Oh. Die Hintertür. Ich hätte mal an ihm noch Spuren finden. Was? Vielleicht hätte man an ihm noch Spuren finden können. Ich meinte Flavia. So, Entschuldigung. Okay. Die Hintertür, ist das die Tür, durch die ihr hier gekommen seid? Ja. Okay, dann gehe ich drauf zu und schaue mich um. Wir sind ja im Garten, da ist ja grün. Das heißt, ich gucke nach Fußabdrücken, nach Spuren, gucke mich da auch an der Hintertür um, ob da irgendetwas... wahrscheinlich von denen, die also jetzt gerade rausgelatscht sind, aber... Der Rasen ist gut gepflegt. Mhm. Ihr seid hier durchgerannt. Die von der Mauer. Sind gerade rausgekommen. Ja. Also die Probe ist um 5 erschwert. Mhm. Sieben, sieben, acht. Mut. Intuition. Schicklichkeit 8, 4. Trotzdem Qualitätsstufe 3. Dann entdeckst du tatsächlich, dass am hinteren Ende, also am nördlichen Ende, die Hecke ganz klein bisschen oben drauf, ja, also, da kannst du so gerade eben erkennen, ein bisschen eingebeult ist. Mhm. Das ist eine sehr gut gepflegte Hecke. So dass sie sehr stabil ist, das heißt, die brechen nicht ganz so einfach und so weiter. Und ja, also sieht so aus, als wäre da vielleicht doch tatsächlich jemand da hochgeklettert und da vielleicht hätte sich festgehalten und so ein paar Blätter dann doch verknickt. Hey. Ja, ich schau mir das erstmal an und ja. Das dauert ja wahrscheinlich einen Moment, während die sich da noch unterhalten, dass ich mir das alles anschaue und gucke mir das an und dann gehe ich zu denen zurück. Habt ihr euren Bruder aufgefunden? Wer hat ihn gefunden? Es war ein grausiger Anblick. Ein grausiger Anblick. Alles voller Blut. Seine komplette Kehle zerfetzt. Entschuldigt, dass ich dich so Detail... Nachfrage doch, ihr sagt zerfetzt, wie meint ihr das? Ein großer einmal so quer rüber, klaffende Wunde, komplett ausgeblutet. Also seine Kehle war komplett durchgeschnitten, War es ein klarer Schnitt oder so, als hätte ein Tier dies getan? Nein, glatter Schnitt, als wenn man einen Braten anschneidet. Oh, ich kann gar nicht. Habe ich das hier? Ich habe gerade wirklich meinen Bruder mit einem Braten verglichen. Es tut mir leid. Das war nicht so gemeint, euer Gnaden. Ich meinte nur... Ist alles gut. Ich koche ja sonst für uns und das ist das Einzige, was ich kenne. Es zeigt nur eure Verbindlichkeit zu Travia. Gut.
War sonst noch irgendetwas? Ja, sehen. Das... Ein Kissen. Kissen war ihm auf den Kopf gedrückt. Er lag da noch drauf. Das war auch blutig. Er war so fest, er hatte sogar Fetzen vom Kissen im Mund. Er muss... Ich weiß nicht, was wir damit getan haben, aber... Geht zu Corian zurück und If. Und sag leise zu denen. Scheinbar ist hier jemand über die Hecke gegangen. Muss ein guter Kletterer gewesen sein, aber er hat da hinten an der Hecke ein paar Spuren hinterlassen. Das würde zu der offenen Hintertür passen. Kurze Unterbrechung. Weil zeitlich gesehen wäre Efferdin in der Zwischenzeit im Gasthaus angekommen und hätte dort erfahren, dass Tronde und Dings, dass die da zu diesem Mord gelaufen sind. Und ja, und die kann dir beschreiben, wie du hinkommst und du bist da auch vorbeikommen. Du hast den Pulk an Menschen auch gesehen, aber hast jetzt nicht wahrgenommen, dass Tronde dazwischen war. Tronde steht an der Mauer, Wache. Tronde steht an der Mauer, pfeift. Weil er irgendwo mittendrin ist. Und du hattest auf jeden Fall. Ich will mir höflich, aber sehr bestimmt meinen Weg durch diese Menge bahnen. Mhm. Mit Wappenrock und über 1,90 sollte das vom Bereich des Möglichen liegen, denke ich. Ich kann auch gerne Kraftakt würfeln. Gut. Mach mal. Mach mal einfach Kraftakt. Schau mal, wie gut du da durchkommst. Okay. Das ist die 1, oder? Ja. Fällt das unter Drücken und Verbiegen, Heben und Stemmen, Ziehen und Zerren? Also kann ich Athlet anwenden? Vielleicht bessere Frage. Ich würde mal sagen, ja. Dann habe ich QS4. QS4, ja, du schiebst die Menge zur Seite und kommst dann ruckzuck bei Tonnen an. Als wäre da gar keine Menge zu sagen. Ich teile für die Menge wie Mose das Meer. Dann die Menschen hier logischerweise, ne? Ja. Stehst du immer noch an der Mauer oder bist du inzwischen wieder davon weggegangen? Nö. Das ist ja, die Mauer ist ja im Sichtbereich von diesem Platz da, ne? Hätte mich da wahrscheinlich bemerkt. Wenn ich nicht verstanden habe, ist es ja die Mauer hier, über die kann ich. Ah, Entschuldigung, ich muss den anderen Maus zeigen. Die Mauer hier vorne, wo sind die jetzt hier hinten? Ja, das hatte ich auch verstanden. Okay, nein, nach vorne. Okay. Okay, ja, nee, da würde ich dann noch warten. Klar, das. Tronde? Ja. Warum wartest du hier draußen? Worauf wartest du hier draußen? Ja. Naja, also, Okurion, also. Lange Geschichte. Es ist so. Also, if. War im Haus. Hat bemerkt, dass. Also, wir durften nicht rein. Und If hatte dann. Ist dann im Haus gewesen? Nicht. Ja, frag lieber nicht. Jedenfalls war sie drin. Ja, stimmt, wir kennen sie ja alle. Sie hat jedenfalls bemerkt, aus einem Fenster hat sie es gesehen, habe ich jedenfalls so verstanden, dass jemand im Garten die Beweise von dem Mord. Hast du überhaupt davon gehört? Ja, die Wirtin vom die Wirtin von der Elchschaufel hat mich ins Bild gesetzt, zumindest über das, was sie wusste. Es war nicht viel. Ein alter Mann soll blutig aufgefunden worden sein. Und es ist unklar, ob es jetzt Mord oder Mord. Ja, die zwei Experten, und ich zeige sie zu den zwei Stadtwachen. Sind die nicht auch durchs Haus durch inzwischen? Ich dachte, die auch im Garten. Nein, die sind nicht im Garten, die haben nur so, die haben ja hinterhergeschrien, dass sie wieder zurückkommen sollen. Okay, und ja. Na jedenfalls, die zwei Experten wollten uns nicht reinlassen und Biff ist dann über die Mauer
und war drin. Und als sie zurückkam, hat sie berichtet, dass, dass jemand im Garten die Beweise von diesem Mord, vermeintlichen Mord, verbrennt. Ich schaue fassungslos in Richtung des dieser leichten Rauchschwaden, die wahrscheinlich immer noch aufsteigen. Natürlich. Und ja, da mussten wir natürlich eingreifen. Typisches von einem Feuer, was gelöscht wurde. Wieso wartest du noch draußen, wenn die anderen drin sind? Naja, ich gucke so an meiner Rüstung runter und zeige auf die Hecke, die ist ja nicht so stabil, habe ich verstanden. Ja, nein. Das ist ja nur so eine halbhohe Mauer und dann nochmal Hecke. Ich habe Ukurion eine Räuberleiter gemacht. Das hätte ich ja gesehen, glaube ich. Das war gar nicht so einfach. Also, und ich flüster so ein bisschen. Er hat sich ein bisschen tollpatschig angestellt. Er hat es zweimal versucht. Es war gar nicht so leicht. Wir haben ihm rübergeholfen. Flavia, If und ich. Aber jetzt sind sie drüben. Nur ich komme mit der Rüstung einfach nicht. Ich glaube, das ist hoffnungslos. Und die zwei Trottel wollen mich nicht reinlassen. Ich gehe straight auf die beiden Trottel zu. Ja. Gute Männer, wenn unsere Gefährten sich bereits im Garten befinden, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir ihnen folgen, oder? Doch, niemand darf hier rein. Aber es sind ja schon Leute drin, wir wollen sie wieder rausholen, dafür müssen wir natürlich mit ihnen reden. Ja. Wir können euch ja hinein begleiten. Das ist doch in eurem Sinne, oder? Ja, wenn ihr sie wieder rausholt, dann kriegen wir keinen Ärger. Ja, okay. Möchtest du einmal... Wir tun jetzt einfach so, als hättest du die Probe bestanden auf Überzeugen. Wir erzählen das aber als Überzeugungsversuch. Aber ja, lässt uns mit reingehen? Ja, da müssen wir jetzt nicht mehr würfeln, das stimmt natürlich schon. Nicke den beiden freundlich zu, winke Tronde und klopfe an die Haustür. Was hast du denen gesagt, Everdeen? Die Wahrheit, wir müssen unsere Gefährten da rausholen. Es kann ja nicht sein, dass sie einfach das Haus. Also die Tür ist tatsächlich immer noch so halb offen. Eve hatte sich ja auch nur so reingequetscht. Klopfe trotzdem höflich an, aber öffne die Tür und trete ein. Warum darf der da rein und wir nicht? Wir sind die Nachbarn. Wir kennen den Hahnmann, den Albin ja schon. Wir wollen auch wissen, was da los ist. Die Tineke, die braucht uns. Das überlasse ich den beiden Gardisten. Nein, die gehen nur rein, um jemanden rauszuholen. Ja, die holen da nur jemanden raus. Die bleiben nicht. Nein. Und außerdem, das war ja ein Geweihter und ein Ritter und... Und eine Dienerin. kann man von der Tür vor der Tür aus schon grob sehen, wo man hinten rauskommt? Oder Stimmen folgen? Das hört man dann. Also Tineke spricht ja auch nicht so leise mit und... Aber da ich davon ausgehe, dass Yves sich im Haus ausreichend umgeschaut hat, wenn sie schon im Haus war... Sagen wir es mal so, sie sind es ja auch gewöhnt, recht laut zu sprechen, weil der Frede ja eher schwerhörig ist. Stimmt. Also, sie hat so dieses typische von einer Frau, die seit 20 Jahren mit ihrem schwerhörigen Mann zusammenlebt. Mhm. Und es gewohnt ist, einfach immer alles zu schreien. Und dementsprechend hört ihr sie. Also, auch wenn sie normal mit euch redet und Sachen erklärt, ist sie sehr laut dabei. Gehe ich durchs Haus in Richtung der lauten Stimme. Ja. Und schaue jetzt mir erstmal die Gegebenheiten an. Ja, Wenn es mir Aufmerksamkeit schenkt, würde ich auch, wer auch immer von denen aussieht, als wäre hier der Hausherr, Hausfrau. Die sehen halt beide im Moment aus, als, ne? Der Hausherr ist ja, die streiten sich ja gerade darum, sozusagen, wer jetzt das... Wenn mich keiner beachtet, sage ich auch nichts weiter, dann trete ich einfach nur unauffällig dazu. Gut. Also, unauffällig ich halt bin. Und das ist jetzt dann zu dem Zeitpunkt, wo wir das andere Gespräch pausiert hatten. Ich glaube, Kurion wollte gerade was fragen. Das Kissen. Genau. Der Weibel hatte also das Kissen mitgenommen.
War es blutig? Ja, ein bisschen bluten. Wie gesagt, ja, und kaputt vom, wo er draufgebissen hat. Ein bisschen, oder? Ja, an einer hier. Stelle hat er, es ist eingerissen, wo er draufgebissen hat, ja. Ich meine, Blut. Blut? Ach so. Ja, mehr so Spritzer. Nicht so viel wie das Bett, was dann sich komplett vollgesaugt hat. Danke. Ja. Ich gucke ein wenig in die Runde. Ich gucke etwas fragend, weil ich natürlich überhaupt keinen Überblick habe, was bisher besprechen wurde. Efadin, woher kommst du denn jetzt? Wie bist du an den Wachen vorbeigekommen? Sind dort noch Wachen vorne? Sie sorgen dafür, dass die Nachbarn nicht hier alles zertrampeln, was vielleicht noch an Spuren zu finden wäre. Aber... Tronda hat man euch jetzt doch durchgelassen vorne. Ja, Efadin hatte eine großartige Idee. Wir sind eigentlich hier, um euch rauszuholen, aber wir können ja trotzdem... Ich denke, das hat keine große Eile, wenn ihr noch wichtige Fragen habt. Ich nicke den beiden, die jetzt nicht mehr streiten, so höflich zu. Entschuldigt, dass wir hier so hineinplatzen. Es tut uns unglaublich leid. Das Zimmer. Wäre es möglich, es sich anzusehen? Ja, aber seid vorsichtig. Der Boden ist noch feucht vom Putzen. Tja, ich vergaß. Mann. Gute Frau, wir werden darauf achten, nichts. Zimmer wäre es von hier? Im Obergeschoss. Sie zeigt so quasi auf das Fenster jetzt, ne, von außen. Ja, ich weiß ja, welches Haus ist, aber Effort ihn nicht. Ja. Flavia, möchtest du nach Spuren nachsehen, ob irgendwelche Sachen. Vielleicht findest du ja einen abgerissenen Stabfetzen oder ein Haar oder eine Feder. Na, Hauptsache kein rotes Haar. Was? Lass uns mal schauen, wie du da zu dem Fenster hochklettern würdest. Und ach so, die schauen. Tür war scheinbar offen. Wir können es ja trotzdem ausschließen. Und ich kenne mich nicht damit aus, Spuren im Haus zu finden. Sonst kannst du auch mit reingehen und ich schaue ja draußen. Na, ich habe mich ja schon umgeschaut. Dann lass uns doch schauen, was es an Kletterrouten gäbe und ob es die benutzt aussehen. Hört sich gut an. Möchte Flavia auch? Ich, Kletterrouten nicht. Nein, ich gehe jetzt erstmal Hintertür und schaue mich da genau um und den Weg Richtung Schlafzimmer. Dann gucke ich mir die Tür vom Schlafzimmer an, ob da ein Schloss ist, ob das vielleicht zu war oder nicht. Dann das Schlafzimmer selbst. Den frisch gewischten Boden. Mach mal bitte eine Sinnesschärfeprobe. Mhm. Schwert um... wie viel? 4. 4? Um 4. Auf die Spezialisierung wahrnehmen. Nicht suchen, sondern wahrnehmen. Aber du darfst dein gutes Auge mit benutzen. Also dann steht nur um 4. Steht die Frau weiterhin eigentlich gleich noch draußen? Die Tineke? Die steht noch draußen, ja. Okay. Bei 20er. Einmal mit Profis arbeiten. Ich habe eine 20, eine 20 und eine 14. Au. Ja, dann. Chip-Einsatz. Nee, nicht bei einem Patzer. Beim Patzer kannst du keinen Chip. Mist. Also richtig was finden. Also richtig was Fehlgeleitetes finden. Kannst du, glaube ich, nicht in dem Haus. Dafür ist das so einfach. Aber du siehst halt einfach. Entdeckst jetzt nichts, was dir irgendwie auffällig vorkommt. Also, es wurde gründlich gereinigt. Genau, so nach dem Motto, es wurde gründlich gereinigt, ja. Sehr gründlich.
Ja, If und Everdeen, wie wollt ihr denn gerne den, die Kletterrouten erkennen? Also zum Haus hoch, quasi so nach dem Motto, ob jemand ins Fenster eingestiegen wäre? Genau, das wäre mein Gedanke gewesen. Ja, dann mach doch mal Kletternprobe. Ja. Mach einfach mal eine Kletternprobe, ja. Weder erschwert noch links. Heute läuft's mit den Proben, von denen ich wenig werfe. Ich habe alle 8 übrig. Und ich bin Freikletterer, falls das irgendeine Auswirkung hier haben sollte. Eigentlich senkt das nur meine Erschwernisse. Nee. Also ich habe alle Punkte übrig, das ist Quest 3. Quest. Quest wie viel? 3. Okay. Wir. Also das ist schon, wäre schon möglich hier an dem Haus, gerade weil es da diesen Vorsprung hat und die Hecke so nah dran ist, dass man hier auch reingeklettert sein könnte. Allerdings ist es ja auch schon recht frisch. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand das Fenster offen gelassen hätte, ja. Dann würde ich tatsächlich gucken, dass ich so mir die 2, 3 naheliegendsten Varianten würde ich mir genauer anschauen, ob da an den Tritten, die ich halt sehen kann, also die ersten 3, 4 Fußstellen, wo man die Füße reinstecken würde, irgendwas erkennen kann an Spuren. Und sonst würde ich mit einer beherzten Räuberleiter eben auf das Vordach vor dem, also zu dem Fenster hochhelfen, damit sie von außen gucken, ob da irgendwelche Spuren sind. Ja, dann mach doch dann, also ja, hier unten seht ihr nichts. Ja, dann kletter mal da hoch. Mit der Dings. Und wie gesagt, mit der Räuberleiter. If wiegt nicht so viel. Ja, ein eingespieltes Team in der Hinsicht. Ja, du kommst aufs Vordach. Aber wenn das Fenster zu ist, selbst für dich wäre das schwer, das zu öffnen, ohne dabei die Balance zu verlieren. Also, einfach vom Winkel her, wenn man das da ziehen würde, müsste man sich so komisch nach hinten bewegen oder so, dass man dann da irgendwie wahrscheinlich runterfallen würde. Und schon gar nicht hätte man, es hätte schon unbemerkt passieren können, es ist aber sehr unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, ja, aber es wäre möglich, also dass die irgendwie da durch, es ist halt ein einfacher Riegel, den kann man mit einem Dolch oder sowas halt schon irgendwie hochschieben, aber wie gesagt, körperlich sehe ich sie am Fenster? Nö, du hast ja einen Patzer gehabt, du siehst ja gar nichts. Ich stehe herum und bestaune immer noch den frisch gewischten dieser Fußboden. Türknauf ist der schön. Ja. Der glänzt. Und dieser Putzgeruch, also ehrlich. Also irgendwas. Dieses Aroma nach Zitrone. Dieser Boden so frisch und sauber gewischt, das ist wirklich erstaunlich. Kann ich Tineke ansprechen? Ja, natürlich. Dann würde ich zu ihr rübergehen. Tineke, ist doch euer Name, ist das richtig? Wenn ich so indiskret sein darf. Ja. Hatte euer Bruder, ist doch ihr Bruder, ne? Hatte euer Bruder Kontakt zur Marine von... Genau genommen weißt Aranien. Du das aber nicht, dass er Bruder ist, weil du ja später dazu gekommen bist. Aber ach, ja. Stimmt, Entschuldigung. Aber dass ihr sie Tineke heißt, habe ich rausgekriegt. Hatte das Opfer Kontakt zur Marine von Aranien, wenn ich so indiskret sein darf? Marine zu Aranien? Nein. Ja, aber...
Ja, Seeleute gibt es ja in Festum viele und die kommen und gehen und... Und gibt es davon auch ab und zu welche in eurem Hause? Nein, Albin hat, nachdem die seine erste Frau und die drei Töchter gefallen sind, wollte er mit der Armee nichts mehr zu tun haben. Gut. Das war nur so eine Idee. Ich will euch gar nicht länger aufhalten. Dann verwickle ich sie in ein Gespräch über irgendwas Belangloses. Ich will euch nicht länger aufhalten, aber ist das Wetter heute nicht wirklich schön? Na, ich dachte, mir ist gerade die Idee gekommen, dann könnt ihr noch so ein bisschen unauffälliger irgendwas, falls irgendwas... Das heißt, ein Problem, auffällig herumzuklettern. Wir klettern gerade offen am Garten an der Passage. Ja, nicht, dass ihr, wenn ihr noch irgendwas nicht so... Ja. Meanwhile, währenddessen, ich und Flavia kommen dann ja in dem Zimmer an. Ich versuche ein wenig zu schnüffeln, ob ich vielleicht, also da kommen quasi die alten Reflexe ein wenig hoch, ob ich irgendwelche geheimen Sachen finde, vielleicht eine lose Diele unterm Teppich. In dem oder, Zimmer. In dem Zimmer. Oder unter, ja, genau. Nee, also wie gesagt, die Eva hat da ja schon alles gründlich durchsucht. Da ist tatsächlich nichts. Aber sie hat keine... Zwergennase? Mhm. Du hast eine Zwergennase? Ja. Sieht auf mich hässlich aus. Eine klumpige Nase in Ruhe. Musst du... Wie funktioniert denn Zwergennase genau? Zwergennase kann er auf Sinnesschärfe würfeln, um... Ich glaube, es sind Fallen eigentlich. Weil ich glaube, es gibt noch den Fuchssinn oder so. Nee, das ist Fuchssinn, das sind Fallen. Zwergennase sind geheime... Zwergennase, versteckte Klappen, Geheimräume. Und so, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie rum die beiden sind. Geht gar nicht. Ich muss gerade mal gucken. Hat jemand den genauen Wortlaut? Zum Eins Erleichterung auf die Decken von Geheimtüren holen, genau. Und versteckten Schubladen. Ja. Genau. Stimmt. Dann war ich beim Fuchs mit den Fallen. Ja, weil früher gab es ja Gefahreninstinkt und Zwergennase als Talente. Da waren das sozusagen so Sachen, wo man da hohe Werte drin hatte oder das hat der Spielleiter quasi drauf gewürfelt, um zu sehen, was man entdeckt. Ich mach das einfach mal. Ich kann ja hier... Burion war ja so brav und hat seine Werte eingetragen. Das klingt so, als hätte sonst niemand getan. Meine aktualisiert mit den aktuellen Punkten. Ja, Tronde und Flavia sind da noch ein bisschen hinterher. Shame. Mein World 20 will nicht so. Ich hab's dafür schön auf meinem Bogen. Ja, ist ja auch okay. Aber es ist schon nervig, wie gesagt, drei Bögen. Ich leg drei Bögen, weil ich auch noch die digitale Version mit pflege. Ja, das habe ich auch am Anfang gemacht, war mir so aufwendig. Die PDF-Version. Ja, ich mache immer Optolit und ich pflege immer Optolit und Roll20 für meine Sachen. Ich hab's halt gerne in der Hand und auf dem Tisch liegen, nicht offen auf dem Desktop. Wahrnehmung. Gucken wir mal. So, ich hoffe, das sehe jetzt nur ich. Ja. Okay. Okay, in dem Zimmer siehst du nichts, aber du hattest das Gefühl, also deine Zwergennase, die hat dich so irgendwie, die hat dich so ein bisschen gejuckt, deine Nase, als du quasi in den Hausflur reingekommen bist und an dieser Treppe nach oben vorbeigegangen bist, nicht die Treppe nach oben, aber darunter ist auch noch eine Treppe nach unten, eine Tür, so eine Kellertür. Klassisch im Haus so unter die andere Tür.
hat dich deine Zwergennase so ein bisschen gejuckt? Du hast das in dem Moment ignoriert, aber jetzt, wo du dich konzentrierst und versuchst, da was, da erinnerst du dich daran. Also du versuchst ja jetzt dieses Gefühl in der Nase so zu bekommen. Und jetzt erinnerst du dich daran, ey, warte mal, die hat doch vorhin gejuckt, so nach dem Motto. Dann verlasse ich den Raum und gehe langsam die Treppe runter und gehe mit bedächtigem Schritt, also ob ich mich eine Diele knarrt oder sich lockerer anfühlt, und gucke so ein wenig, achte auf meine Nase, auf die Dielenbretter, auf mögliche Wände. Ist ja alles aus Holz wahrscheinlich. Ja, also hier oben nicht, aber du bist, aber die Tür zum Keller ist offen. Gehst du da runter? Wo sind denn die anderen gerade? Ich bestaune immer noch den Boden. Ja, du könntest wahrscheinlich auch mitgegangen sein, nachdem der Okurion dich... Wenn ich gesehen habe, wie er wieder rausgeht, da ich da nichts finde, würde ich dem wahrscheinlich... Draußen mit Ronde noch. Ja, die sind auch draußen mit Ronde. Jetzt ist auch egal, oder? Ist es... Aber, naja, irgendwie ist es auch... Ich guck hinein, öffne die Tür. Ja. Da unten ist es natürlich dunkel. Also, ist ja kein Kellerlicht, irgendwie jetzt elektronisches Licht. Aber sie ist nicht abgeschlossen, wie gesagt, und du könntest da runtergehen. Preis, ich... Ich hab noch gute Gründe dafür. Ich hoffe, sie sind gut genug. Und dann mache ich ein kleines Gebet zu Ingrim. Ja. Und zu Praios, dass sie mir Licht schenken. Und falsche. Hier. Ich bin mir nicht sicher. Genau, ich mache Bann der Dunkelheit. Ist ja genau das, was ich brauche. Ja, also dann... quasi schaffe Licht. Aber das kann ich ja auch hier machen. Licht machen kann jeder. Ich kann einfach der Dunkelheit sagen, sie soll weichen. Exakt. Kurs 3. Kurs 3. Okay, ja. Das ist dann ein Lagerfeuer. Lagerfeuerlicht wäre das. Ja, ich habe das so noch eingestellt, dass das... Okay, wir machen dann mal deinen Charakterbogen wieder auf normal. Okay, gut, dann, ja, da hast du da unten fast wie Tageslicht, also fast. Ja, ganz. Auch. Also wenn man halt neben einem Lagerfeuer steht, ne? Ja, ja. Herr Preus, schenke du mir Licht und helle die Dunkelheit, damit ich sehen kann und das finde, was ich brauche, und ermutigt dadurch, dass auch wirklich Licht kommt, dann kann das, was ich tue, ja gar nicht so falsch sein. Gehe ich weiter nach unten. Dann darfst du jetzt tatsächlich mal eine Wahrnehmungsprobe aufsuchen. Würfeln. Die nicht erschwert ist und du dann deine plus 1 von dem Zwergennase benutzen darfst. Ja. Also insgesamt um 1 erleichtert. Ja. Kurs 1.
dann findest du, dass so ein Teil der Wand zwischen zwei Regalen, in dem einen da liegen irgendwie Kartoffeln und Eingemachtes und auf dem anderen sind diverse Weinflaschen und Met und sowas. Da irgendwie so eine Paneele, sieht nicht richtig aus, die steht so ein bisschen vor. Genau so. Ich versuche sie rauszuziehen oder erst rauszuziehen und wenn das nicht funktioniert, beiseite zu schieben. Rausziehen ist richtig. Also du kannst es rausziehen. Also du kannst richtig dahinter greifen. Also wer auch immer das gemacht hat, hat die nicht ganz wieder richtig zugemacht. Und du siehst dahinter einen Gang, der führt in die Tiefe. Du würdest vermuten, also so leicht abschüssig, nicht steil runter, sondern so. Du würdest mal vermuten, wenn Kefestum eine Kanalisation hat, wovon du ausgehst, weil du jetzt nicht hier so alles in der Dings, das könnte in die Kanalisation führen. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir dann jetzt auch Schluss. Mit einem Cliffhanger. Oh, Kurion steht vor der Kanalisation. Nächste Woche wieder ein. Ich hau mir geht alleine runter. Passt auf mein Leben. Der Praios-Geweihte, der in die Kanalisation hinabsteigt, der über die Mauer gegangen ist, um in die... Geil. Ich bin über Mauer geklettert, in tiefe Gewölbe gegangen, nur um jetzt... geklettert sagen möchte, halte ich aber für sehr dehnbar. Geklettert worden. Hochgezogen worden. Aber es ist ein schönes Bild. So, Tronde steht da, macht Smalltalk mit der Dame des Hauses. In voller Ritterrüstung. Ja, Geweihte geht mit schlechtem Gewissen in den Keller. Evadin und Iff klettern so ein bisschen am Haus herum. Flavia wundert sich. Iff klettert und Evadin guckt dir zu. Flavia bestaunt die Reinigungskünste des Hauses und Okurio steigt hinab in den Keller. Tronde und Evadin erklären, das muss so sein. Wir sind erfahrene Ermittler und wir wissen genau, was sind wir. Wir haben eine Führung aufgeklärt, aber hallo. Wer und wir? Zufriedenheit des Auftraggebers. Unverschwundene Fälle. Unverschwundene Felllieferung gefunden. Ja, naja. Wer, wenn nicht wir? Nachzusehen. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Kurian Gracias Hopes. Warum nur einen Sherlock? Du könntest das so eine Kappe aufsetzen, um deine Tonsur zu verdecken. Als ein Watson. If Watson. If Watson. Apropos Kanal. Abenteuerpunkte. Machen wir erstmal Abenteuerpunkte, bevor wir dann von Kanalpunkten anfangen. Madom, dankeschön dir. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde sagen... Schlaf gut. Es gibt definitiv heute zwei Abenteuerpunkte für sehr lustiges, stimmungsvolles Rollenspiel und Anwesenheit und so. Eva, die kriegt vor allem für Anwesenheitspunkte. Manchmal ist zur Belustigung hat er ja auch beigetragen. Hatte ja auch eine schöne Szene mit Juro. Ist ja alles okay, ist halt einfach Pech, dass ich gesagt habe, ich gehe halt morgens ganz früh los. Ja, ich gehe halt weg, bevor alle anderen da sind, ja. Das war... ja. Gut. Ja, ich glaube, da kommt noch eine Standpauke von Tronde, hä? Nein, morgen wäre so abgesprochen. Wir hatten das abgesprochen. Wir hatten gesagt, es war ein Brief von Efferdins Vater. Ja. Was habe ich mit der Post von Efferdins Vater zu tun? Eigentlich nichts. Und es wäre auch eine seltsame Situation geworden, weil ich quasi als Sohn meines Vaters vorstellig werde, aber ich kann nicht Tronde die Show stehlen, denn der Ritter ist und ich erknappe. Also, passt ja nicht. Hatten wir ja vorher schon gesagt. Das wäre unpassend. Aber bringst ja trotzdem gute Neuigkeiten mit. Ah, und dann auch
nochmal dann die... Ich suche immer noch Spazierschein A38, sorry. Dann die talentspezifischen Erfahrungspunkte, vielleicht auch für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind, falls da welche dabei sind. Das verteile ich immer, abhängig von den Talenten, die gewinnbringend ins Spiel eingebracht wurden oder dazu beigetragen haben, dass die Geschichte entsprechend vorangetrieben wurde, egal ob rollenspielerisch oder jetzt von den Hinweisen. Da haben wir dann tatsächlich heute eine Menge Talente zur Auswahl. Fangen wir mal bei denen an, wo es ein bisschen weniger war. Tronde, bei dir würde ich mal sagen Kriegskunst. Ja. Geschichtswissen. Entschuldigung. Geschichtswissen. Stimmt, es war Geschichtswissen. Es war Geschichtswissen, du hast eine Erleichterung durch die Kriegskunst bekommen. Also Geschichtswissen für dich. Everdeen, du hast dich durch die Menge gekämpft, du bist geklettert, aber du hast es dann auch tatsächlich geschafft, die Wachen zu überreden dann, dass du ja nur jemanden rausholen willst und dementsprechend gar nicht, dich ja gar nicht daran hindern reinzugehen, sondern dass du ja eigentlich nur dafür sorgen willst, dass sie ihren Job besser machen, indem du die Leute, die fälschlicherweise reingegangen sind, rausgeholt hast, also überreden. Kann ich das nicht auf mich hören? Den Punkt. Flavia, bei dir haben wir wieder Fährtensuche und Sinnesschärfe heute waren wir natürlich dabei und Klettern. Aber ich würde sagen, die Sinnesschärfe, also da musst du noch dran arbeiten, oder? Also so ein Patzer, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Sonst hättest du vielleicht das schiefhängende Bild am Flur gegenüber von der Kellertür entdeckt. Also für dich machen wir den Punkt auf Sinnesschärfe. Ich habe mich das Reinigungsmittel einfach verwirrt. Für If würde ich tatsächlich heute der Ignorantia den Punkt machen. Mhm. Und Ukurion. Na, deine Zwergennase. Also heute kriegst du auch den Punkt auf Sinnesschärfe. Gut geschrieben. Cool. Ja, cool. Ich mach schon mal hier aus. Ja, gute Nacht! Gute Nacht!